erklären, wie die Dynamik heute ablaufen soll. Beim ersten Teil werden wir zwei kurze Vorträge haben. Das werden Carlos und Jorge Buitrón Arriola machen zum Thema intelligente Mobilität. Und die Idee ist also die, also sozusagen Initialreferate zu geben, nachdem dann die beiden Vorträge vorbei sind. Das wird also gleich nacheinander erfolgen. Werden wir den Diskussionsteil haben? Im Diskussionsteil, wenn Sie da Fragen haben zu einem der Vorträge, können Sie dann Fragen stellen. Und am bereichertsten wird dann sein, dass wir diskutieren können, was man in Mexiko machen kann, was anwendbar sein wird auf die Stadt Mexiko und wie die Prioritäten aussehen, die wir uns hier setzen können zum Thema öffentliche Politik, welche Art von relevanten Akteuren wir suchen müssten, welches die Faktoren sind, die dafür sorgen könnten, dass das Ganze zu einer Realität wird. Also haben Sie das bitte so ein bisschen im Hinterkopf, wenn Sie den Vortrag hören. Welche Barrieren es gibt für die Bewegung in der Stadt? Was sind die neuen Technologien zur Erzeugung von Informationen und Daten, die für Mobilität wichtig sind? Wie können Regierungen offene Datenerstellung unterstützen? Welche Normen gibt es und welche brauchen wir? Und welche Mechanismen und Anreize gibt es, um diese Information zu erzeugen und damit das noch weiter verbreitet wird? Nach dieser Sitzung werden wir einen kurzen Cocktailempfang haben zur Verabschiedung. Und es wäre wunderbar, wenn wir um 18 Uhr abschließen könnten. Ich werde die Moderation übernehmen, zusammen mit meinen Kollegen. Seien Sie bitte nicht beleidigt, wenn ich da irgendwann mal darauf hinweise, bitte kürzer sich fassen, ne? Weil wir wollen ja alle zu Wort kommen lassen. Oder wenn ich sage, dass Sie sich bitte auf das Thema konzentrieren, zu dem wir uns gerade hier austauschen. So, dann haben wir nun den ersten Vortrag. Das wird Herr Dr. Carlos Hirschenson machen. Carlos, ich hoffe, ich habe deinen Familiennamen gut ausgesprochen. Vom Institut für Mathematikforschung der UNAM-Universität. Er ist Forscher dieses Instituts und im Bereich für Systeme über Komplexitätswissenschaft. Er gehört zum Team, das den Audi Urban Future Award 2014 gewonnen hat. Ich glaube, das wäre so das Wichtigste und den Rest überlasse ich ihm dann. Ich möchte Ihnen etwas erzählen zu den Konzepten Living Mobilities. Es geht darum, wie wir effizientere urbane Systeme haben können. Dazu müssen wir besser verstehen, wie die Probleme beschaffen sind, die wir in den Städten haben. Wenn das funktioniert, das Signal geht. Ja, doch. Eine weiter. Wir wissen, dass seit einigen Jahren über die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten lebt. Und man nimmt an, dass das noch stark ansteigen wird. Dieser Prozentsatz ist schon sehr viel größer. Und es wird also immer noch mehr Stadtbevölkerung geben, was dann zu noch größeren Problemen führen wird. Traditionell war es so, dass Wissenschaft und Technik versuchen, Probleme zu analysieren, um dann auch vorhersagen zu können, wie die Zukunftssituation aussehen wird. So können wir dann die Situation besser kontrollieren und Änderungen implementieren, bevor unerwünschte Situationen auftreten. Die Komplexität urbaner Systeme, wo es Millionen von Komponenten gibt, die miteinander interagieren, macht es natürlich schwieriger. Da kommt dann neue Informationen mit aufs Tapet, die vorher eben nicht im Spiel waren.
obwohl wir komplette Informationen zu einem System haben, können wir das nicht komplett vorhersagen. Denn die Interaktionen finden noch nicht statt. Das führt zu Problemen, die wir nicht stationäre Probleme nennen. Das sind also Probleme, die sich ständig ändern. Da sich diese ständig ändern, müssen auch die Lösungen sich ständig ändern. Nächste bitte. Etwas, was wir hier sehen und was eine Ergänzung ist in allen Aspekten der urbanen Systeme, die nicht vorhersagbar sind und vorhersehbar sind, das ist das, was man lebende oder lebendige Technik nennen könnte. Denn lebende Systeme lösen diese Situation, dass die zu tun hat mit einer beschränkten Vorhersage, die können sich entwickeln, sich organisieren und zwar robust. Und die lebendige Technik ist die ähnliche Beschaffenheit wie lebende Systeme. Seit geraumer Zeit gibt es also diese Metapher, diese Analogie zwischen Städten und Organismen. Sie haben Verteilungsnetze, Verteilung von Materie, von Energie, Information. Und das ist auch eine Analogie zum Nervensystem. Aber die meisten unserer Lösungen für urbane Systeme wurzeln in Zeiten der industriellen Revolution. Das heißt, wir denken noch an Städte, als ob es Maschinen wären, als ob es Uhrwerke wären. Aber Städte, wenn wir uns das überlegen, sind sehr viel organischer. Wir müssen das anders angehen. Wir sollten an Städte, wenn wir uns Städte vorstellen, sollten wir an Organismen denken und nicht an Mechanismen. Wenn wir die Eigenschaften lebender Systeme besser verstehen, werden wir auch besser die urbanen Systeme regulieren können, deren Systeme lebenden Systemen sehr viel mehr ähneln als den Maschinen. Es gibt viele Beispiele für Technologie, die historisch und derzeitig die urbanen Systeme mit ähnlichen Eigenschaften wie urbane Systeme versehen. Ich werde mich hauptsächlich auf Mobilität konzentrieren und werde dann auch noch viele andere Bereiche ansprechen, wo lebende Technik gut anzuwenden ist. Wir können 8 Faktoren urbaner Mobilität ansprechen. Urbane Mobilität ist sehr komplex aufgrund vieler Faktoren und deshalb kann man das nicht so leicht lösen. Der erste Faktor ist einfach der Bedarf, sich fortzubewegen. Wenn ich in Chalco lebe und nach Santa Fe muss zum Arbeiten oder ich lebe in Sumbang und muss im Süden, studiere ich, da brauche ich natürlich Transportmittel. Wenn mehr Leute da leben könnten, wo sie arbeiten oder studieren, dann würde das natürlich stark zurückgehen, dieser Bedarf, sich fortzubewegen. Die Verteilung und die Uhrzeiten führen dazu, dass es eben Stoßzeiten gibt. Und wenn diese Uhrzeiten flexibler werden, dann kann man diese Stoßzeiten sehr viel mehr erweitern und diese hohen Konzentrationen auf geringem Raum vermeiden. Je mehr Passagiere im öffentlichen Transport sind oder auf der Straße sind, umso schlimmer ist es. Und der andere Teil, je größer die Kapazität unserer Systeme, unserer Individual- oder öffentlichen Transportsysteme ist, umso effizienter wird unsere Art sein, uns fortzubewegen. Dann das Verhalten sowohl der Passagiere als auch der Fahrer kann sich stark auswirken auf die städtische Mobilität. Und etwas, was mich immer schon interessiert, ist die Verbesserung der Infrastruktur mittels von Technologie. Das ist immer nur eine Zutat von vielen Aspekten, die Einfluss haben auf Mobilität. Die soziale, sozusagen Ansteckung ist wichtig, denn wir leben in einer Gesellschaft, wo
ein Auto zu besitzen immer noch etwas Wünschenswertes ist. Wenn wir aber alle ein Auto haben, dann wird es natürlich schlimmer für alle. Planung und Regulierung ist sehr wichtig, denn wenn wir keine Vision haben, wie das städtische Wachstum sein wird, dann wird auch die Regulierung schwierig werden. Dann wird es ein chaotisches Wachstum geben. In Mexiko ist es nicht so, dass keine Planung oder Regulierung gäbe, sondern sie wird einfach nicht respektiert. Also nicht nur planen, sondern auch dafür sorgen, dass diese Pläne respektiert werden und die jeweiligen Ausführungsbestimmungen und Reglements. Was die Anwendungen von lebendiger Technologie betrifft auf Mobilität, das haben wir entwickelt und angewandt auf öffentlichen Transport. Das nennen wir die Instabilität von gleichen Intervallen. Hier haben wir zum Beispiel eine Metrolinie, könnte aber auch Metrobus sein oder Trambahn. Das ist ein Problem, das man auch in Aufzügen findet. In der Theorie heißt es, dass Fahrzeuge den Nutzern optimal dienen, wenn diese reguläre Intervalle haben. Wenn ein Fahrzeug dann sich verspätet, dann wird das an der nächsten Station noch später ankommen. Und das führt dann zu einem Kollaps des Systems. Es kommt also sehr häufig vor, dass man wartet und wartet und wartet, dass ein Fahrzeug vorbeikommt. Dann kommt ein, das ist total voll. Und wenn man nicht geduldig genug ist zu warten, dann sind die nächsten Fahrzeuge normalerweise leer. Wir haben eine Lösung vorgeschlagen, die auf der Kommunikation der Ameisen aufbaut, wo man über lokale Kommunikation dafür sorgt, dass Fahrzeuge den Bedarf, momentanen Bedarf der Passagiere abdecken. Man muss also bedenken, dass jeder Zug, der zu einer Station kommt, eine andere Zahl von Passagieren bedienen muss. Und die Züge, die in der Nähe sind, müssen andere Leistungen bieten. Die Systeme müssen sich also an die Skala anpassen, die jeweils erforderlich ist. Das ist manchmal eine Sekundenskala. Ähnlich haben wir Algorithmen analysiert zur Synchronisierung von Ampelanlagen und haben versucht, das Konzept der Autoorganisation anzuwenden. Wir haben versucht, hier wie Vogelschwärme das Ganze zu sehen und damit zu vergleichen. Nicht mit direkter Kommunikation an den verschiedenen Stellen, sondern die lokale Information mit Sensoren an den Fahrzeugen, die also einfache Regeln verfolgen, sondern also mit sowas kann man auch eine gute Effizienz erreichen. Im Zusammenhang mit unserem Vorschlag Living Mobilities ist es so zu sehen, dass je besser die Daten sind, die wir zur Verfügung haben, umso besser werden die Entscheidungen sein, die wir treffen können. Entscheidungen nicht nur der Bürger, sondern auch der Unternehmer. Und umso besser werden die Reaktionen sein. Und umso besser werden die Technologien sein, die dafür entwickelt werden können. Was Logistik betrifft, da gibt es das Konzept der Biologistik. Das heißt, dass man Aspekte von lebenden Systemen verwendet, wo auch Materie und Information transportiert wird, um die Effizienz von logistischen Systemen zu erhöhen, wo die Nachfrage sich ja ständig ändert. Zum Beispiel bei einer Vertriebsroute von FedEx oder Coca-Cola oder was auch immer. Das wäre sehr viel effizienter, wenn man dabei auch die unmittelbare Umgebung und die Verkehrssituation berücksichtigen würde in einer Stadt. Was Telekommunikation betrifft, kann man Kosten reduzieren und man hat mehr Bandbreite und andere Technologien. All das hat dazu geführt, dass man Systeme hat und Daten zur Verfügung hat, die früher nicht verfügbar waren. Das bietet einerseits viele verschiedene mögliche Lösungen an, aber erhöht natürlich auch die Komplexität der Systeme. Diese lebendige Technik kann uns auch helfen, unsere Städte besser zu führen.
die Technologie möglichst auch den Bürgern teilzunehmen. Nicht nur was Meinung wird, sondern auch als Sensoren. Die meisten Bürger haben einen Sensor in der Tasche. Und wir müssen eben die Mechanismen entwickeln, über die die Menschen mit der Stadt mitarbeiten können und ihre Daten zur Verfügung stellen können, um so sich beteiligen zu können und dann wieder ihrerseits auch daraus Nutzen zu ziehen. Technik kann uns auch helfen, die Sicherheit zu erhöhen, auch Verantwortung zu verbessern. Es gibt Beispiele von künstlichen Immunsystemen. Es gibt auch Beispiele von lebender Technik, die sich auf unerwartete Änderungen anpassen können. Was Nachhaltigkeit betrifft, das kann man als die Fähigkeit zu überleben und nachhaltig zu überlegen definieren. Das sind, was Sie hier also sehen, sind also alles urbane Systeme, die sich in gewissen Limits bewegen müssen. Es gibt also Vorschläge zur Verbesserung zum Beispiel der Stromverteilungsnetze, Abwassersysteme, Müllentsorgung, Abfallwirtschaft und auch für Kooperation zwischen verschiedenen Akteuren, die es gestatten werden, dass unsere Städte überleben und nachhaltig überleben. Diese Technologie hat das Potenzial, die Vorteile für urbane Regionen zu verbessern. Mit anderen Worten, es ist also so, dass unsere Städte sich jetzt begrenzt sind auf 25 oder 35 Millionen begrenzt sind. Mit moderner Technik können wir Städte mit 100 oder 150 Millionen Einwohnern haben können in den nächsten zwei Dekaden. Wenn diese Städte Orte sein werden und sein sollen, wo die Menschen mit Lebensqualität leben sollen oder leiden sollen, das wird die Frage sein. Da gibt es ja viele Probleme durch die Mobilität. Das klingt vielleicht alles ganz gut. Die Frage ist, wie man das machen kann. Die Ideen sind ganz interessant. Wir in unserem Labor für selbstorganisierende Systeme haben eine Methodologie entwickelt, um Systeme zu erstellen, die sich an unerwartete Änderungen der Umgebung anpassen können. Wir haben also dieses Konzept der Selbstorganisation. Das findet man bei vielen, bei Tieren, also bei Fischschwärmen oder bei Vogelschwärmen. Statt eine Lösung für ein Problem zu entwerfen, wenn dieses Problem sich ändern wird, dann können wir nicht sagen, wie das Problem sein wird, bis es auftritt. Und dann ist es zu spät, eine Lösung zu suchen, wenn das Problem schon aufgetreten ist. Als Alternative könnte man also schauen, wie man die Elemente entwirft, damit ständig anpassende Lösungen gefunden werden. Diese sich selbst organisierenden Systeme können die erforderliche Kreativität haben, um sich an die Umgebung anzupassen. Mit all diesen Fortschritten, was das Verständnis von Städten oder von lebenden Organismen betrifft, können wir eine Stadt als ein lebendes System beschreiben. Städte ähneln immer mehr lebenden Wesen. Und was künstliche Intelligenz betrifft zum Beispiel, in den 80er Jahren, da gab es große Kritik gegenüber künstliche Intelligenz, als man versuchte, theoretisch gewisse Probleme vorherzusagen und zu organisieren. Denn da gab es ja Grenzen für relativ einfache Probleme, wie zum Beispiel Navigation. Man begann also, Felder wie künstliches Leben zu entwickeln. In ähnlicher Weise gibt es viele Initiativen, die die Entwicklung von intelligenten Städten fördern wollen. Das ist sehr positiv. Aber aufgrund der Komplexität urbaner Systeme ist die Vorhersagbarkeit sehr begrenzt. Um also zu ergänzen, was wir nicht vorhersagen können,
was wir gerne vorhersagen würden, aber nicht können, ändert sich vieles. Und diese Änderungen hängen ja ab von Interaktionen, die es noch nicht gegeben hat. Also, wie gesagt, wir werden nicht alles mit Sicherheit vorhersagen können. Wir müssen also diese Fähigkeit der Vorhersage kombinieren mit unserer Fähigkeit, uns anzupassen. Das sind also lebende Städte. Ich glaube, wenn unsere Städte eher wie lebende Wesen analysiert werden, dann werden wir auch besser damit umgehen können. Vielen Dank, Carlos, für den Vortrag. Wir gehen jetzt zum Vortrag von Jorge Huitron Arreola. Er ist Generaldirektor von Day Mobile. Er ist auch Präsident des Nationalen Rats für Software Cluster und Informationstechnologie Cluster. Und Präsident von IT Clusters Querétaro. Er wird jetzt sprechen, wie in Ciudad Madero in Querétaro, Mexiko, eine intelligente Stadt entstanden ist. Ich hoffe, Sie sind nicht alle beim Verdauen und deshalb müde. Ich mal schauen, wer meinen Vortrag hier, wer da die Bilder durchspult. Vielen Dank für die Einladung hier. Ich wurde eingeladen, um Ihnen etwas zu erzählen zu der Erfahrung, die wir zurzeit in Querétaro machen. Der Punkt ist der, wie einige Ideen und Fortschritte, wie das alles abgelaufen ist bis jetzt, wie das Projekt in Querétaro begonnen hat. Also hier, Cluster in Querétaro begann 2006 und da gibt es eine Gruppe von Unternehmen, nämlich 120 Technologieunternehmen, die 100% technologische Entwicklung machen, Software, Hardware, Mechatronik und mit Mehrwertapplikationen sich beschäftigen. Der Nationale Rat, der Clusterrat, hat 29 Cluster als Mitglieder, praktisch in allen Bundesstaaten Mexikos. Diese Cluster arbeiten artikuliert Unternehmen, die Unternehmen und Universität und Forschungszentren. Diese Verbindung, diese Artikulation führt dazu, dass diese Art von Problematik über Technologie gemeinsam bearbeitet werden kann. Die hier Mexican Technology Platform, da sind auch wieder drei Akteure. Die Plattform ist eine Replik eines Programms, des Programms Horizont 2020. Da gibt es bereits eine Replik für das Internet der Dinge, intelligente Städte und eine Reihe von Themen, die zu tun haben mit dieser aktuellen Städteproblematik. Nochmal klarstellen, es sind die Stadt Querétaro, sondern der Bundesstaat Querétaro. Das sind gut 500 Hektar, die sind 10 Minuten entfernt von der Stadt Querétaro. Und die Idee war die, wir als Clusters haben mit den Grundbesitzern gesprochen, das war Grupo Habitación, die normalerweise ganz klassische Wohnungen bauten. Und wir haben mit ihnen zusammengearbeitet, um das Konzept intelligente Stadt zu praktizieren. X Häuser, Probleme und dann schauen wir, wie wir das in 20 Jahren lösen. Sondern jetzt, from scratch, versuchen wir, das mit Zukunftsvision zu lösen. Ich werde mal kurz erklären, wie das Ganze begonnen hat. Eine Gruppe von Mitarbeitern, die Bundesregierung, Weltbank, Wirtschaftsministerium, ProMexico, die Wirtschaftsförderungsagentur, dann auch einige Akteure aus Europa. Also mit all denen haben wir zusammengearbeitet, um die Best Practices hierher zu bringen und darauf aufzubauen. 2012 haben wir dann begonnen
mit einer Stiftung aus Frankreich begonnen, um dann weltweit beste Best Practices von intelligenten Städten durchzuführen. Mit ihnen, das ist das Querétaro-Paradigma, da wurde eine Reihe von Elementen bestimmt, die wir als Ausgangspunkt für unser Projekt verwendet. Dann gab es einen Beitrag von Infotec in Mexiko-Stadt. Das ist ein Forschungszentrum für das gesamte Land. Und da wurde eine Studie durchgeführt, eine anthropologische Studie. Das also die Leute, die dort wohnen werden, was werden die brauchen? Dass man sich das auch mit Zukunftsvision vorstellt. Es wurde heute bereits erwähnt, wir sprechen nicht davon, dass Mobilität an sich ein Problem ist, sondern die Leute sind da etwas rückständig. Wir fragen nach Mobilität. Und es ist wichtig hier zu verstehen, was die Leute wollen. Warum leiden Leute? Was suchen Leute? Und das hat uns geholfen. In einem Schlussdokument, das die anthropologische Seite reflektiert hat, in dieser neuen Zone, in dieser neuen Stadt leben würde. Diese Fragen wurden da gestellt. Was sind zum Beispiel, was sind die globalen und lokalen Parameter, nach denen sich intelligente Städte definieren? Welche müssen angewandt werden? Und lokale, globale, von welches die Anker sind, welche die Akteure sind? Mit den Leuten von der Baufirma und vom Developer wurde ein Ankerprogramm eingerichtet. Welches werden also die neuen Bewohner sein, die vom Technologiepark sind, Forschungszentrum, ein Krankenhaus und so weiter? Diese Akteure, dass die mit einer Mentalität an die Sache herangehen. Nicht, dass jeder ein eigenes Zentrum nur schafft, sondern dass das gemeinsame Konzept hier auch berücksichtigt wird und die gemeinsamen Kriterien berücksichtigt werden. Ein Unternehmen aus Spanien hat uns da auch dabei unterstützt und es wurde eine Durchführbarkeitsstudie durchgeführt, also vom technischen, finanziellen, geografischen Standpunkt aus. Es entstand dann eine Reihe von Faktoren. Smart Economy zum Beispiel, Smart People, Smart Governance, auch Mobilität, Umwelt und Smart Living, also Lebensqualität. All diese Faktoren wurden berücksichtigt in den Dokumenten und bei der Leitagenda der Entwicklung dieses Konzepts. Zusätzlich wurde letztes Jahr, und das ist die Herausforderung, die heute Morgen schon angesprochen wird, es wurde ein Kommunikationsmedium geschaffen, wo die Bewohner ausdrücken konnten und mitteilen konnten, was die Herausforderungen sind bei diesem Plan. Es ist kein Twitter oder so oder eine Webpage. Das ist eine digitale Community, die wie LinkedIn funktionieren kann, wo aktiv alle Akteure aller Ebenen, ob das nun Regierungsvertreter sind, Bewohner sind, Behörden, Universitätsvertreter, reingehen können und sehen können, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die die Regierung sich bereits anschaut und versucht, um die Lebensqualität der Anwesenden zu verbessern. Danach wurden einige Ausbildungsprogramme durchgeführt für die Unternehmen, für die technischen Unternehmen, die diese Art von Serviceleistungen bieten werden, die hier erforderlich sind, also Hightech-Dienstleistungen, wo die Elemente geliefert werden, damit diese Unternehmer sich darauf konzentrieren können, die neuesten Technologien zu verwenden, die bei Smart Cities verwendet werden. Einer der letzten Schritte war die Schaffung des Vortice Hightech Park. Das ist kein normaler Industriepark, sondern ein Park zur Entwicklung von Smart Cities. Dieser Park wird mit Unterstützung der Bundesregierung, des
Bundesstaats ist so ausgerichtet, dass die entwickelt werden können. Auch der Wohnraum, über 25.000 Wohnungen mit den jeweiligen Zufahrtsmöglichkeiten, aber auch mit Glasfaser, alles ist da berücksichtigt, damit diese Stadt entsteht als ein Modell, das wir vorschlagen zur Schaffung von neuen Wohnsiedlungen, die dann zum Teil der Stadt werden. Gut, hier noch ein paar Fotos dieser Gebäude, die es im Moment dort gibt. Also der Wohnraum unter Berücksichtigung dieser Lebensqualität, was ich eben sagte. Hier die Glasfaserelemente zum Zugang zu Breitbandnetz. Und das Wichtige ist eben die Kommunikation. Also ohne Telekommunikation sind wir ja vollkommen verloren, was Mobilität betrifft. Gut, die Bedingungen oder die, ja, warum eine Smart City, das kennen wir alle, denn wir haben das ja alles erlebt. Weiter bitte. Gut, wir gehen also davon aus, wir nehmen jetzt einfach mal an, dass es eine strategische Agenda geben muss zur Schaffung einer Smart City. Und hier haben wir ein paar wichtige Punkte, zum Beispiel die eine intelligente Beleuchtung, Zugang, Sicherheit. Und dann die, was auf dem Spiel steht, aber oder mögliche Notfälle sein können. Wir brauchen ein Warnsystem für mögliche Katastrophenfälle. Zivilschutz, sollte es zu Erdbeben, Überschwemmungen und so weiter kommen. Also dann sämtliche Punkte, die mit Zivilschutz zu tun haben. Das kann man in einer Methodik zusammenfassen. Das ist also eine Methodik, die wir wiederholen, also die wir von Europa, von diesem Horizont 2020 aufnehmen. Sind es also diese lebenden Laboratorien und da wird die Methodik nach und nach hergebracht und als Endergebnis bekomme ich dann eine strategische Agenda für strategische Städte, intelligente Städte und die Idee ist, dass es auch bei Regierungswechseln weitergeht. Gut, Living Lab Smart City, die Interessenpunkte sind, dass die interessanten Punkte gleich ersichtlich sein werden müssen, also dass man gleich sieht, wo es Restaurants gibt, Dienstleistungen, Krankenhäuser, also irgendwelche Touristenattraktionen, dass interessante Punkte der Stadt sofort für Touristen und auch für Einwohner ersichtlich sind. Das wiederum führt uns zu einer wichtigen Datenbank. Hier gibt es also eine intelligente Datenbank, darüber haben wir heute Morgen auch gesprochen. Auf diese Weise kann man also Big Data ausnutzen und bekommen dadurch die Tendenzen für die Zukunft geliefert, die uns wiederum erlauben, dieses lebende System, wovon wir eben hörten, verbessern. Das ist ein permanentes Feedback, was wir dadurch bekommen. Um das mit den interessanten Punkten zu ergänzen, hier auch das Internet der Dinge, die Sensoren, das ist wichtig, denn hier in Mexiko gibt es einen Punkt, zum Beispiel in Aguascalientes, mit europäischen Standards, wo wir eine offene Plattform haben und wo diese Sensoren und die Datennutzung für alle Bürger zugänglich ist. Das heißt, dass man auf so Lösungen auf der Straße auf diese Weise identifizieren kann oder einen komischen Lärm, einen Schuss, dass dann der Sensor das sofort hört und das weiterleitet an Zivilschutz und dadurch treten dann die entsprechenden Maßnahmen in Gang. Dass man das also als offene Form auf einer Wolke speichern kann, das wäre eigentlich das Herz dieses Future Internet oder dieses dingliche Internets für die intelligenten Städte. Gut, nochmal das vorher, diese zum Beispiel Umweltüberwachung oder eine automatische Bewässerung von Grünanlagen oder intelligente Beleuchtung oder die Überwachung der Kanalisierung, Glasfaser, Meldung von verdächtigen Geräuschen. Für all das soll es eine einzige Plattform zur Kontrolle geben, damit das System verbessert werden kann. Das ist ein konsolidiertes Beispiel dieser Sensorentechnik in der Stadt.
Gut, im Bereich Sicherheit gibt es eben Gesichtserkennung oder bestimmte Mustererkennung. Das wird also ins Kontrollzentrum geht dort ein. Da gibt es Bewegungsmelder, es gibt Sensoren für Verkehr und für Beleuchtung zusammen, 20.000 Sensoren insgesamt. Und die Herausforderung ist aber, dass man die entsprechenden Strategien entsprechend ausrichtet. Gut, wenn ich nun ein bisschen schon Richtung Ende gehe, die Herausforderungen. Welche Herausforderungen haben wir festgestellt oder vor welchen Herausforderungen stehen wir? Zunächst einmal für die Regierungen. Die Regierungen müssen eine Führungsrolle haben und inkludierend sein. Die Wirtschaft und die Wissenschaft müssen eine Wissenswirtschaft, eine Wissensgesellschaft schaffen und die Konzepte anpassen. Dadurch gibt es einen politischen Anreiz mit einer langfristigen Sichtweise und dadurch wird jedwedes Projekt möglich, jedwede Programm oder Initiative zur Entwicklung von dieser neuen Stadt. Das kann man später vielleicht noch detaillierter sich ansehen. Dann schließlich die Berufung, also die Funktion dieser neuen Stadt, muss man sich erst klar machen, wozu diese Stadt gut ist, was sie wird machen können, wozu man sie braucht. Schließlich die Herausforderung der Finanzierung, das ist natürlich wichtig. Es gibt ja keinen Investor, der einfach kommt und das Geld auf den Tisch legt, sondern es ist eine Abfolge von multilateralen Fonds und Mitteln von verschiedenen Ländern und auf der Grundlage gewisser Strategien oder Technologien kann man das nach und nach entwickeln. Wir nutzen Fonds der EU und der Weltbank. Und gut, es geht eben darum, dass man solche Fonds braucht, um die Investitionen anziehen zu können, anlocken zu können. Kommunikation, das sagten wir schon, deswegen ist diese Kommunikationsplattform wichtig. Alle Akteure brauchen einen Bezugspunkt, wo sie ihre Meinung äußern können und wo sie auch Feedback bekommen über das, was geschieht. Weiter bitte. Dann die Herausforderung der Informationstechnologien. Das ist wieder als Querschnittselement anzusehen. Hier geht es darum, dass jedes Element der Lösungen für Technologien befähigt werden soll, aber immer mit dieser Innovationslinie. Das heißt, dass die Innovation immer an erster Stelle stehen muss, damit man eine bessere Lebensqualität bekommt, eine größere Anstrengung unternimmt, um den Planeten zu retten und immer diese Nachhaltigkeit vor Augen hat. Dann Herausforderung für die neuen Generationen, für die Jugendlichen. Diese Herausforderung besteht darin, dass diese neue Technologie für sie auch ein professioneller Zukunftspunkt sein kann. Vielleicht war ich sehr schnell, dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich hoffe, dass Sie trotzdem was davon hatten. Vielen Dank, Guillermo. Zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken beim Centro Mario Molina, bei der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, dass wir mitmachen dürfen bei so wichtigen Veranstaltungen für die Stadt. Ich möchte vielleicht ein bisschen noch den Zusammenhang erläutern für Sie alle, was wir gerade machen hier in der Stadt. Ich möchte Ihnen ganz kurz erzählen, ja, was wir im Moment tun. Seit ungefähr 10 Jahren haben wir es geschafft, dass es in der Stadt wichtige Veränderungen gibt und die möchten wir in dieser Legislaturperiode unter Bürgermeister Mancera konsolidieren. Wir haben in den letzten Jahren Transportsysteme konsolidiert, haben große Infrastrukturwerke durchgeführt, zum Beispiel große neue Brücken, zweite Stockwerke für Umgehungsstraßen. Und es ging immer darum, dass wir das Thema ein bisschen umdrehen wollten. Also umdrehen oder es ein neues Paradigma vielleicht aufstellen im Bereich Mobilität. Und das bedeutet, dass unsere Politik, unsere normative Politik in dieser Stadt und auch in anderen Städten die Pyramide irgendwie umdrehen möchte. Das bedeutet, dass unser Interesse als Stadtregierung heute darin liegt,
dass alle Politiken zur Regulierung, also alle normativen Politiken, immer den Menschen im Auge haben. Der Mensch muss im Zentrum der Anstrengungen sein. Also an erster Stufe dieser virtuellen Pyramide haben wir heute die Menschen, die Fußgänger, die Fahrradfahrer, Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln. Und die Pyramide läuft nach unten spitz zu, dass wir eben nachher natürlich auch auf wichtiger Ebene die normative Regulierung für die Verteilung und für eine ausgewogene Belastung, Last, Verkehrslast uns ansehen, die Wirtschaft, wirtschaftliche Lagung der Stadt und schließlich am Ende der Pyramide. Ja, da kommen natürlich die Fahrzeuge dann an die Reihe. Und zwar nicht etwa, weil die Stadtregierung gegen Fahrzeuge wäre, nein, sondern wir müssen einfach ihren Gebrauch regulieren. Und deswegen möchte ich ganz kurz dazu sagen, dass wir eine integrale Mobilitätsstrategie durchgesetzt haben. Wir haben die Gesetzgebung verändert, um diese radikale Veränderung der Regulierung durchführen zu können. In ein paar Jahren, die wir jetzt schon an der Regierung sind, haben wir die Struktur unseres Ministeriums verändert. Wir sind heute ein Ministerium für Mobilität. Aber was wir auch geschafft haben, das ist sehr wichtig, mithilfe des Stadtparlaments, wir haben es geschafft, den Rechtsrahmen zu verändern. Es gibt heute ein Gesetz zur Mobilität und das schließlich hat dazu geführt, dass wir nicht mehr nur ein integrales Programm für Transport und Mobilität haben, sondern ein integrales Mobilitätsprogramm. Das beruht auf 6 Hauptachsen. Zunächst einmal, wir arbeiten daran, in der Stadt ein integrales Transportnetz aufzustellen und wir wollen versuchen, die Systeme zu integrieren, nicht nur physisch und operativ, sondern wir möchten es schaffen, dass auch die Institutionen mitmachen, dass es Informationen gibt, dass Daten erhoben werden. Und ein sehr wichtiges Thema ist auch, dass wir eine Tarifintegration möchten durch eine bestimmte Karte, die man verwenden kann. Eine zweite Achse wäre Straßen für alle, Calles para Todos. Das bedeutet, dass es Gleichheit geben soll für alle User, für alle Verkehrsteilnehmer, damit auf eine gleiche Art und Weise sowohl Fußgänger als auch Fahrradfahrer oder behinderte Menschen Zugang haben zu Straßen. Unsere Vision ist, das dauert natürlich noch ein paar Jahre, dass wir vollkommen zugänglich sind, auch für behinderte Menschen. Vorher wurde schon angesprochen, wie wir den Chip ändern können, wie wir uns neu programmieren können, wie wir zu einer neuen Mobilitätskultur kommen können hier in der Stadt. Das beinhaltet eben genau, dass wir Schemata brauchen, um Bewusstsein zu schaffen bei den Bürgerinnen und Bürgern. Vor einigen Jahren waren wir mal bei der Polizei und haben ungefähr 5000 Menschen hier in der Stadt befragt und wir haben bemerkt, dass 70% der Strafzettel oder Gründe für Strafzettel eigentlich bewusst begangen werden, also dass man zum Beispiel falsch parkt, dass man das eigentlich mit Absicht macht. Also eine bewusste Bestrafung wird es dann sozusagen. Und das führt uns eben dazu, dass wir zu einer neuen Kultur finden müssen hier in der Stadt. Ein weiterer wichtiger Pfeiler ist, dass es mehr Mobilität mit weniger Fahrzeugen geben soll. Das bedeutet, dass sich das Management des Parksystems zum Beispiel ändern muss, dass man das offener, weiter gefasst handhabt, dass man mehr Parkuhren anbringt, das war bislang schon sehr effizient, dass man schaffen muss, die öffentlichen Verkehrsmittel zu stärken, um Autos wegzubekommen von der Straße und selbstverständlich viel stärker den Verbraucher von Fahrrädern unterstützen. Ja, es wurde ja schon gesagt, dass von den 12,1 Millionen Fahrten, die es hier gibt in Mexiko-Stadt, nur 50%, nur ungefähr 8 Kilometer lang sind. Und hier liegt natürlich ein großes Potenzial dafür, dass man eher den Gebrauch des Fahrrades verstärken könnte. Ein anderes Thema ist,
dass man auf andere Art und Weise die effiziente Verteilung und die Logistik von Warentransporten kanalisieren müsste. Das wiederum bedeutet, dass gearbeitet werden muss an bestimmten Regeln für Zeiten, zum Beispiel ein Verbot, dass große Warentransporte nicht zu der und der Zeit auf großen Hauptverkehrsstraßen fahren dürfen, dass man hier zu einer Einigung gelangt mit den entsprechenden Vertreibern dann auch und dass mit nachhaltigeren Fahrzeugen gearbeitet wird. Und schließlich ein wichtiger Pfeiler, diese integrale Mobilitätsstrategie, die ein Pfeiler, der Hand in Hand mit Rolfes Vortrag geht, ist das, was wir als transportorientierte Entwicklung bezeichnet haben. Was bedeutet das? Jorge hat es am Anfang seines Vortrages gesagt. Traditionell ist immer in großen, wird immer dort gebaut, wo es billiger ist zu bauen. Also man geht wohin? An die Stadtränder, wo die Immobilien günstiger sind. Und wie wir wissen, gut, da werden dann große Wohnblocks gebaut, 10.000 Häuser oder mehr. Und dann ist die Frage, wie kriegt man da Dienstleistungen hin, wie kann man das regulieren und wie kann man alle Auswirkungen dieser Situation lindern und wie kann man damit umgehen. Heute schlagen wir also vor, dass die Entwicklung großer Immobilienzentren in der Stadt oder großer Einkaufszentren, Bürokomplexen etc., dass man solche Entwicklungen an Orten macht, wo der öffentliche Nahverkehr hinkommt. Wir schaffen dafür bestimmte Zonen im Moment, Abkürzung SOLES. Da arbeiten wir zum Beispiel an Krankenhausgegenden im Süden der Stadt. Wir versuchen gerade auch eine Gerichtsstadt aufzubauen in dem Stadtteil Doctores. Und, also ich sage es nochmal, wir möchten es schaffen, dass die Entwicklung der Stadt immer ausgerichtet wird auf den öffentlichen Nahverkehr. Wir haben es schon geschafft, den Rechtsrahmen abzuändern. Also wir haben es auch schon geschafft, dass alle Bereiche, strategischen Bereiche der Stadt, die beteiligt sind an diesem Prozess, zusammenarbeiten. Darüber habe ich mit Alejandro Villegas und mit Guillermo schon gesprochen. Wir sind in der Logik eines sehr guten Verständnisses und gestern und heute haben auch die Medien darüber berichtet, dass wir eine wichtige Allianz mit dem internationalen Bankwesen haben, um den Austausch unseres Fuhrparkes zu schaffen, der teilweise schon sehr veraltet ist. Ja, man könnte sagen, die Sterne stehen gut, damit wir diesen Schritt gehen können hier in der Stadt und damit wir uns besser bewegen können, damit wir eine kompaktere Stadt werden, eine intelligente Stadt, die gut, vielleicht wegen der riesigen Größe der Stadt und wegen der hohen Einwohnerzahl und wegen der gewissen Starre unserer Stadt, wo es vielleicht deswegen etwas länger dauern kann. Aber wir sind in diesem Prozess begriffen und ich sage es noch einmal, unsere Absicht besteht voll und ganz darin, dass kurzfristig diese Stadt anders werden soll. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Rufino Leon, für Ihre einführenden Worte, für diese Einführung in diese große Komplexität der mexikanischen Städte. Ich glaube, Sie haben hier den Zusammenhang wunderbar dargestellt. Und mit diesem Zusammenhang möchte ich jetzt gerne das Wort für alle eröffnen. Ich möchte Ihnen noch mal ein bisschen die Dynamik in Erinnerung rufen. Zunächst mal die schlechte Nachricht ist, dass es keine wirtschaftliche Aktivität in der Stadt und der Reichtum des Erfahrungsaustausches erfordert es ja gerade, dass wir uns bewegen. Das Problem ist, wenn diese Fortbewegung umweltverschmutzend ist oder wenn nicht effizient ist und negativ ist für die Lebensqualität, dann wird es zum Problem. Ich möchte Sie auch daran erinnern, dass das Format hier ein Dialog ist. Also wir würden gerne einfach miteinander uns unterhalten. Wir sind hier nicht im Klassenzimmer, dass wir Fragen stellen an die Redner und dass dann Antworten kommen. Es ist auf jeden Fall auch nicht so, dass wir jetzt alles in Frage stellen, was die Regierung gemacht hätte.
sondern es ist ein Ort, an dem wir die Ideen teilen, die wir haben oder die Erfahrungen, die wir gemacht haben, uns Fragen stellen, uns vielleicht hinterfragen, Analysen machen, um hier rauszugehen mit einer besseren Idee, vor allem seitens der Behörden, einer besseren Idee darüber, wie wir die Lebensqualität hier verbessern können für alle Einwohner, vor allem beim Thema Mobilität. Gut, und damit bin ich schon am Ende meiner Intervention angelangt. Ich möchte nun versuchen, die Diskussion ein bisschen zu organisieren mit Ihnen. Das heißt, wir können jetzt anfangen. Vielen Dank. Bitte schön. Zunächst einmal vielen Dank für die Einladung im Namen von Implan Querétaro. Und ja, wir gehören auch zum Urbanistenkollegium Mexiko. Die Technologie in Städten ist ein wichtiger Punkt. Aber ich bin vollkommen Ihrer Meinung, vor allem mit dem vorletzten Vortrag stimme ich vollkommen überein, dass Städte auch nie die Hauptkomponente vergessen dürfen, nämlich die Menschen. Der Lebensraum funktioniert ausgehend von den Menschen. Und die Technologie heutzutage ist häufig nicht so nützlich, wenn es darum geht, spezifische Probleme zu kontrollieren, individuelle Probleme heutzutage. Aber gut, letztendlich betreffen sie dann eben doch negativ die Stadt. Denn die Stadt ist tatsächlich ein holistisches Thema. Wenn ich irgendwo ein Ungleichgewicht habe, dann bekomme ich dafür woanders ein Problem, klar. Schließlich das Thema Technologie. Ich bin der Meinung, dass heutzutage in vielen Städten der Welt, einschließlich hier in Mexiko-Stadt und in vielen anderen Städten im Land, Städte ja natürlich notwendige Tools hervorbringen, um diesen Lebensraum richtig zu gestalten. Aber man könnte den Eindruck gewinnen, dass diese technische Innovation uns trotzdem heutzutage noch nicht viel gebracht hat. Also wir sind immer noch disperse, zerfledderte Städte, die immer größer werden. Wir sind immer noch Städte, bei denen, das haben heute alle gesagt, bei denen noch nicht dran gedacht wird, welche Attraktion es geben muss, wie man die Mobilität besser gestaltet. Also ich denke, es ist schon eigentlich schon alles gesagt. Aber gut, abgesehen davon weiten wir das immer noch weiter aus, das, was man als Stadt bezeichnet. Und wir haben eben immer noch die Probleme, dass der Verkehr in seinen hauptsächlich ineffizient ist. Ja, ich möchte darauf raus, dass ich mir wünschen würde, dass die Technologie, die es schon gibt, dass diese Technologie auch verwendet wird und dass sie spezifisch für öffentliche Verkehrsmittel verwendet wird. Ja, ich finde, das klingt alles sehr gut, hier diese APPs und so, aber die PPPs. Aber ich glaube, die ganz, ganz allernötigste Notwendigkeit hier in Mexiko ist die Technologie im öffentlichen Verkehrswesen, in öffentlichen Verkehrsmitteln. Je mehr wir da vorankommen, je besser das die öffentlichen Verkehrssysteme werden und auch die gegenseitige Beziehung zwischen den verschiedenen Systemen durch die Technologie, desto mehr würden wir vorankommen. Also da würden wir einen riesigen Schritt vorwärts tun in der Gestaltung der Städte. Vielen Dank. Bis Sie sich entschieden haben, wer als nächstes sprechen möchte, möchte ich noch mal hervorheben, ja, die Städte müssen für Menschen gedacht werden und nicht für Autos oder für Wirtschaft oder für Lastwagen. Ja, und schließlich bleibt die Frage so ein bisschen in der Luft. Ich glaube, vielleicht könnten unsere Redner da auch jetzt was dazu sagen, was das Thema öffentliche Verkehrsmittel betrifft. Gut, Alejandro Villegas, bitte. Guten Tag. Ich möchte nur eine Reflexion anstellen, die mir gekommen ist heute tagsüber, als ich die Vorträge hörte. Vor allem das Thema
ja das Potenzial der Anwendung der Informationstechnologie zu einer effizienteren Gestaltung der Mobilitätssysteme in den verschiedenen Städten, die hier vertreten sind. Ich glaube, ja, was ich hier sehr auffällig finde, als praktisch Mobilitätssüchtiger, denn ich habe 25 Jahre Erfahrung in diesem Bereich, ist die Frage des Potenzials bei diesen Umfragen zu Ausgangsort und Zielort. Das ist ein Traum, den wir vielleicht tatsächlich bald erfüllen können, denn das ist wichtig für die Entscheidungsfindung und für die Evaluierung jeder Entscheidung, dass wir eine Statistik haben oder Daten über Zeiten, wie lange man braucht für eine. Was ich wichtig finde, das sagte der Kollege aus Querétaro eben, ich glaube, es muss eine rationale Priorität geben in die Richtung, dass diese Informationstechnologien vor allem im öffentlichen Verkehrswesen angewendet werden, denn dort können sie die Effizienz wirklich am besten steigern. Dass man Informationssysteme in Echtzeit für die Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel einsetzt, dass man messen kann, wie viele Menschen den öffentlichen Nahverkehr verwenden und natürlich die Integration, also wie die Informationstechnologie uns helfen kann, verschiedene integrierte Fortbewegungssysteme zu haben durch Zahlungssysteme und dadurch, dass man das Operationssystem teilt. Hier in Mexiko-Stadt, glaube ich, hat man wichtige Schritte in die Richtung getan, Applikationen, Anwendungen wie Transit-App oder Mobit oder City Planner. Das kann uns in Echtzeit schon verschiedene Möglichkeiten zur Fortbewegung geben, auf der Grundlage von Daten, die jetzt veröffentlicht werden. Aber natürlich wäre es ideal, dass Suburbanos oder Mexibus auch mitmachen würden, also damit wir auf die Weise wirklich die öffentlichen Verkehrsmittel einfacher verwenden können. Ein weiteres Thema, da ich glaube, hier gibt es ein großes Potenzial zum Thema Verkehr, und zwar ohne die Notwendigkeiten, weiter Straßen zu bauen oder irgendwelche großen Umgehungsstraßen oder Brücken, und wesentlich günstiger die Vorstellung, dass man die Ampelsteuerung durch IT zentralisieren kann, durch intelligente Systeme, wie man es auch immer nennen möchte. Und auf diese Weise könnten wir auch die Plattform an die Hand bekommen, um die Priorität für öffentliche Verkehrsmittel weiter zu stärken in den entsprechenden Zuschlägen. Und ja, das Potenzial für die Linderung des Verkehrsaufkommens durch spezifische Anwendungen. Ich glaube, auch das ist vielversprechend, und die Behörden, vor allem die Verkehrspolizei, könnten oder müssten versuchen, wie sie mitmachen können, wie sie sich auf das stützen können, was der Autofahrer meldet. Also hier und hier ist viel Verkehr, und dass man sich nicht auf die Intuition stützt, wo sie herkommen müssen oder wo sie gerade gebraucht werden. Also ich mache immer einen Witz und ich sage immer, die Polizei in dieser Stadt versucht immer eigentlich dem Verkehr zu dienen, zu Rush-Hours, indem die den Verkehr weiter behindern. Denn wenn sie ohnehin an schwierigen Punkten dann auch noch Verkehrskontrollen machen oder sich auch noch dahinstellen, wird es noch schlimmer. Wenn man den Verkehr ganz frei fließen lassen würde und wenn die Menschen durch die entsprechenden Applikationen das selber kontrollieren, dann wäre es wesentlich effizienter. Und es wäre viel effizienter, wenn die Polizei eben selber rauskriegen würde, wo sie hin muss in Momenten großen Verkehrsaufkommens. Also, ich möchte nur diese drei Ideen nochmal sagen, also Umfrage zu Herkunft und Zielort, dann Verwendung öffentlicher Verkehrsmittel und eine intelligente Ampelschaltung als großes Potenzial für mexikanische Städte. Muchas gracias. Vielen Dank, Alejandro. Bevor er nun Salvador das Wort bekommt, und Juan Antonio, möchte ich Carlos und Jorge eine kleine Aufgabe geben zu den Fragen, die hier aufgetaucht sind.
Wie können wir diese Technologie für den öffentlichen Transport verwenden? Wie können wir diese Origin-Destination-Informationen nutzen? Welche Barrieren gibt es Ihrer Meinung nach, dass man das schlussendlich auch anwendet bei uns in der Stadt? Und für den Minister Leon, dass er uns sagen könnte, welche Barrieren man sich vorstellen kann, die vielleicht in der öffentlichen Sphäre, beim öffentlichen Dienst sind, zu finden sind. Und wie kann man zum Beispiel ein Schema, ein Bezahlungsschema vereinheitlichen, Metrobus, Metro und Mexibus, dass das alles mit einer Methode bezahlt wird. Ich sage das jetzt mal schon, damit Sie sich das so überlegen können. Zuerst also Salvador und dann... Ich muss jetzt da anknüpfen an das, was gesagt wurde. Was wir hier sehen, der Fokus, den wir hier sehen, das haben wir vielleicht gesehen in Zeitschriften, in Filmen etc. Aber in Mexiko ist das noch ziemlich neu. Ich möchte mal an Kommunen denken, mit denen ich zusammenarbeite, wo die Nutzung der Technologie eher für Restriktionen verwendet wird. Zum Beispiel, jetzt ist es sehr modern in den Kommunen, dass man hier Radar aufstellt, um ja, Geschwindigkeitsübertretungen zu ahnden. Da wird langsam Technologie mal angewandt. Aber mit dieser Philosophie der Strafe. Statt diese andere Kultur, offene Daten, diesen Fokus finde ich sehr viel besser. Gleichzeitig macht es mir Sorgen. Naja, nicht Sorgen, aber es bringt mich zum Nachdenken, wie wir diese Logik, die Informationen an sich zu reißen, nicht weiterzugeben, wie man das überwinden kann. Ob das nun Konzessionäre sind oder wer auch immer zuständig ist für öffentlichen Transport, die hüten ihre Informationen, ob das nun der Fahrer ist und sein Name, der Fahrer des jeweiligen Busses. Register. Wir als Bürger zum Beispiel haben keinen Zugang zu der Datenbank, wie viele Autos es in einer Stadt gibt. Dinge, die in anderen Städten und ja, normale Praxis sind. Ich würde gerne die deutschen Redner fragen, ob, ich nehme an, das war vor Jahrzehnten wahrscheinlich der Fall, ob sie dass sowas auch erlebt haben, diese Silos, diese institutionellen Silos. Wie haben Sie das gemacht, um diese Abschottung zu überwinden, um so weit zu kommen, wie Sie jetzt sind? Sicher, ein Teil der mexikanischen Gesellschaft, ja, mag das, möchte das haben, aber es gibt immer noch einen Großteil, der da noch ziemlich ja, außen vor steht und da auch ziemlich bremst. Ich möchte wissen, wie man diese Technology Gap zwischen verschiedenen Stellen in der Stadt überwinden kann. In Mexiko-Stadt ist das sehr unterschiedlich. Es gibt da ein globalisiertes Viertel und Tausende von Hektaren, die ganz arm sind. Ich finde, es wäre gut, wenn wir darüber nachdenken können, wie man diese Technologie nicht nur in dem Stadtviertel Condesa anwendet. Zum Beispiel in einem rückständigen Stadtviertel wie Chimalhuacan. Wenn wir ein Pilotprojekt im Stadtviertel Condesa durchführen, ja gut, das ist irgendwo schwebt über dem Rest der Stadt. Also mein Kommentar möchte positiv sein, soll positiv sein und die Frage ist, wie man die Widerstände überwindet. Eine weitere Frage, die ich mir stelle und die ich Ihnen allen stelle, wie können die Reformstrukturen, die wir in Mexiko durchgeführt haben, also Telekom-Reform, Internet, gratis für alle, das ist der Slogan now, jetzt im Moment. Wie können wir das nutzen? Wie können wir das nutzen für ITS, für IVS? Das haben wir waren doch noch nicht beteiligt an dieser Telekom-Reform-Diskussion. Wir dachten, das betrifft uns nicht, aber eigentlich ist dem nicht so. Internet gratis, das wird ja auch in der Regierung der Stadt wiederholt. Das wirkt sich ja positiv auf uns aus und diese Technology-Gap kann man ja dadurch überwinden. Dann die Energiereform.
in dem Sinne, dass man alternative Energien nutzen kann für die Smart Cities. Und ich als Städtebauer denke auch, wir brauchen auch noch die urbane Reform. Das ist dringend, damit diese Schritte, die getätigt wurden, zusammen mit den Schritten, die wir getätigt haben, dass sich das positiv auswirkt. Ich führe gerade ein Programm zur städtischen Regenerierung in einer entfernten Stadtsiedlung durch die 20 Kilometer vom Stadtzentrum weg ist, in der Stadt Mexicali im Norden des Landes. Und da habe ich was gelernt bei diesem Projekt. Die Anwohner, die haben kein Telefon, die haben kein Internet, aber die haben Smartphones. Und mit ihrem Datenplan, Telcel, da ist Facebook und Twitter gratis. Das ist so ein Marketing-Gimmick von der Telefongesellschaft Telcel. Ja, wunderbar. Man kann also sagen, der Zugang zu dieser Information ist ein öffentliches Recht. Wenn Facebook gratis ist, warum sollten wir nicht Waze auch gratis machen oder irgendeine andere von diesen Anwendungen, damit wir als Gesellschaft Zugang kriegen? Und meine letzte Reflexion, ich denke so an die öffentlichen Regierungsreaktionen, auch die der Gesellschaft, wenn es um neue Dienstleistungen geht, die mit diesem ITS zu tun haben, zum Beispiel Uber. Da sind wir sehr geteilt, was Uber betrifft. Ich habe die Regierungsvertreter gehört, die öffentlichen Vertreter gehört und es gibt Beispiele dafür, sehr konkrete Beispiele, die wir nutzen können, wie also das als öffentliche Politik angewandt werden kann, wie sich das in einem Land wie in unserem auswirken könnte. Und das möchte ich hier mit Ihnen teilen. Wir hören noch an, was Juan Antonio sagen wollte. Und dann möchte ich die Kollegin hören, deren Name kann ich nicht lesen, Noemi. Ich konnte es gerade noch lesen. Und Jelly? Dann machen wir weiter. Vielen Dank. Ich bin Juan Antonio Sanchez, ich bin vom Ministerium für Wissenschaft und Technologie. Ich habe ein paar Fragen und Kommentare. Die Fragen sind für Carlos insbesondere. Ich bin total einverstanden damit, dass man das Problem der Stadt von der Komplexität her angehen muss. Und ich weiß da ziemlich wenig drüber, was diese Komplexität wird. Deshalb frage ich so. Also soweit ich verstehe, ist es doch so, wenn man diese Analogien anpasst zwischen den Schwärmen, Fischschwärmen oder Ameisenbaus oder so, wenn man das auf ein komplexes System mit nicht intelligenten Individuen anpasst, wenn man aber ein System deckt mit intelligenten Individuen, so, das nimmt man doch an den Bewohnern einer Stadt, nimmt man an, dass wir intelligent sind. Wie kann man ein nicht intelligentes System an ein intelligentes System anpassen? Das ist also ein Teil. Und du hast dann auch noch etwas anderes angesprochen über Governance-Systeme, Information, die entstehen könnte aus diesen Systemen. Die Frage in diesem Zusammenhang ist nicht die Art von Output, die das System geben kann, sondern der Input, den das System geben kann. Welche Art von Information, die Qualität des Inputs, den man da reinfüttern muss in das System. Denn wir bei den Regierungsstellen könnten da vielleicht auch irgendwie etwas beitragen. Und das wirkt sich dann natürlich auch auf die Politik aus. Und dann noch eine etwas allgemeinere Frage für alle, die hier sind. Wir sind am Überlegen, also IT-Technik zur Problemlösung. Und dann möchte ich Lisa oder Dr. Krüger bitten, dass sie dazu kommentieren, wie die deutsche Erfahrung aussieht. Ich nehme an, dass sie einige dieser Barrieren und Hindernisse wohl selbst am eigenen Leib erlebt haben. Noemi. Und dann kommt das Mikrofon hier vorbei. Ich vertrete die Regierung des Bundesstaates Morelos im Bereich
öffentlicher Transport. Unser Bundesstaat, ich war also nicht nur da tätig, sondern auch in Mexiko-Stadt im Bereich Mobilität und städtischer Transport. Unser Land ist sehr komplex und da gibt es viele Szenarien, die man vergleichen kann. Die meisten Bundesstaaten, da hast du recht, Salvador, die verheimlichen nicht die Informationen, muss ich sagen, sondern die haben sie nicht mal. Oft ist es so, dass sie ihren Transportsektor konzessionieren und fangen da auch gerade erst an. Zum Beispiel wir in unserem Ministerium, wir greifen da wieder Themen aus als ein Ministerium, das es noch nicht so lange gibt. Und wir haben da relativ wenig Informationen. Zum Beispiel die Routen kannten wir nicht mal. Wenn man einen solchen historischen Prozess wieder neu aufrollt in den Bundesstaaten, die administrativ ganz anders funktionieren als zum Beispiel in Mexiko-Stadt, das ist ein komplexes Thema. Ich würde hier vorschlagen, dass diese Art von Technologien, wir können da nicht so weit vorausdenken und die, ja, so anspruchsvoll sein. Wir müssen mit diesem Mangel an Informationen umgehen. Wir haben ein Programm, das wir mit den Taxis zusammen durchführen. Die Konzessionäre im öffentlichen Transport, mit denen können wir das schlecht bearbeiten. Das ist ein sehr heikles Thema. Mit den Taxifahrern, da ist es relativ einfach gewesen, mit denen zusammenzuarbeiten. Wir versuchen also, sie zu integrieren, die Taxifahrer, in diesen Prozess der Umstrukturierung des Fahrzeugparks. Denn die Fahrzeuge sind meistens alle sehr alt. Und dieses Thema, das nutzen wir, um ein Monitoring-System einzuführen, ein Monitoring-Center. Und das Zentrum hat nicht das Ziel, ständig zu überwachen, was die Taxifahrer tun, sondern die Absicht dieses Monitoring-Centers ist es, bei Null anzufangen und erstens einmal wissen, wohin die Fahrten gehen in unserem Bundesstaat. Sowas wäre gut für alle Bundesstaaten, diese Datenbank zu haben. Und wenn das dann verfügbar ist, könnte man Planungsprozesse darauf aufbauen. Wenn man die Technologie hat, kann man Planungsprozesse durchführen. Wir müssen im Land also bei Null anfangen. Wir brauchen die Technik, damit Information entsteht. Wir müssen anfangen zu lernen, wie wir diese Technik generieren können. Und danach wird es sehr notwendig sein, dass wir das wie ein Werkzeug verwenden, das uns dabei hilft, die intelligente Mobilität zu fördern. Also wie gesagt, die Technik könnte man umgekehrt nutzen. Wir müssen viel generieren. Und wenn wir damit beginnen könnten, wäre das nicht schlecht. Was Finanzen betrifft in den Bundesstaaten, auch das ist ein komplexes Thema. In den meisten Bundesstaaten, da wird gerade mal angefangen mit der Technologie, um da Kataster einzuführen. Das Thema intelligente Mobilität hat noch nicht so die Priorität, die es haben sollte. Ich würde das also anbieten als ein Thema, das wir analysieren müssen. Es ist also nicht so, dass wir Informationen verbergen, sondern die gibt es noch zum Teil nicht mal. Das ist also das Erste, was getan werden muss, um nachhaltige Mobilität zu erzeugen, diese Informationen zu generieren. Das Mikrofon möchte ich dann an Jorge geben, damit er ein paar Kommentare gibt, dann an den Minister, dann Carlos und dann schauen wir mal, wer antworten möchte, ob Philipp oder Lisa. Ich versuche mal, das hier so geordnet vorzutragen. Als Präsident der Cluster bin ich immer wieder eingeladen bei Sitzungen mit Sitzungen im Präsidialamt, wenn es um die digitale Strategie geht im Land.
Es ist, muss sagen, dass ich zwar seit 30 Jahren in diesem Bereich tätig bin und es ist zum ersten Mal so, dass das Land eine Landesstrategie für Digitalisierung entwickelt. Es ist aber noch viel zu tun. Die gute Nachricht ist, dass die nationale digitale Strategie durchgeführt wird. Klar kann man das noch verbessern, aber der große Wert hier ist, dass die Standards definiert werden, die die Information anpassen. So, diese Standards innerhalb der nationalen digitalen Strategie, da gibt es eine Gruppe, die daran arbeitet, ist die Standardisierung der Daten, die die Regierung generieren muss und den Bürgern zur Verfügung stellen muss. Aha, das sind also die Regierungen der Bundesstaaten und die dürfen das nicht so willkürlich machen und dann allen einfach frei zur Verfügung stellen, sondern das muss auch irgendwie geregelt sein, wie ich das als Unternehmen auch machen darf und nutzen darf. Diese Daten müssen strukturiert sein, ich darf sie dann nutzen, sie auch generieren und dann Informationen generieren zum Nutzen der Städte. Das ist eine Chance auch für neue Unternehmen. Bezüglich der nationalen Digitalstrategie. Sie haben sicherlich schon die ganzen Anwendungen verwendet, wie zum Beispiel Waze. Ich denke jetzt an Unternehmer aus dem Silicon Valley, ich denke an Deutschland, ich denke an Uber. Was passiert aber? Diese Apps sind sehr gut, so sagen wir zumindest, und das stimmt auch. Und wir kennen das durch Mundpropaganda. Und wenn wir überlegen, was jeder auf dem Handy hat, das ist doch das, was die anderen empfohlen haben. Vor ein paar Wochen war ich in Barcelona bei einem Kongress zu diesem Thema. Und eine wichtige Tendenz ist die, dass die Städte wirklich innerhalb ihrer Mobilitätsstrategien eine mobile Applikation der Stadt verwenden, wo nach einer ausführlichen Studie auf dem Handy eine App zur Verfügung steht, die standardisiert ist und autorisiert ist von der Stadtregierung, wo dann Waze dazugehört, als Werkzeuge, die wirklich zu Nutzen führen für die Bürger. Das kann nützlich sein für die Touristen, für Verkehr, für Innovation, für das Angebot von Universitäten, tausende von Themen. Wenn Sie also eine App von Logroño in einer Stadt in Spanien haben, da sehen Sie eine App dieser Stadt. Wenn wir uns das genau anschauen, ist es gar nicht so zerstreut. Wenn Sie sich anschauen, was es alles an Apps gibt, wenn Sie in einen App Store gehen, wie machen wir das? Wie wählen wir da aus? Ja, wo die meisten Sternchen drunter sind. Was du da kommentiert hattest, der Städte, die weit weg sind oder der Vororte, die weit weg sind, keinen Zugang haben, innerhalb der digitalen Strategie und was den Clusterrat betrifft, wird die Norm zum Gesetz, dass der Zugang zu Internet ein Recht des Bürgers ist. Und dieses Recht ist unveräußerlich. So wie ich Wasser und Strom haben muss, muss ich auch Internet haben. Warum haben diese Bürger keinen Zugang? Sie haben ein Smartphone. Sie können das mit einem alternativen Datenplan machen, aber das kostet Sie ja auch Geld. Wenn ich also mein Handy den ganzen Tag anhaben möchte, weil ich Transport sehen möchte, etc. Das halt, es muss also, die Elemente müssen gewährleistet sein, dass diese Technologie angepasst werden kann an mein tägliches Leben, dass ich den Nutzen daraus auch ziehen kann. Muchas gracias. Yo creo que en todas las ciudades, in
allen Städten der Welt gibt es erfolgreiche Beispiele für Datennutzung und auch schlechte Beispiele für die Anwendung von Technologien ins Transportschema und Mobilität. Da muss die Information offen sein, zugänglich sein. Klar müssen persönliche Daten geschützt werden. Aber die Information, die wichtig ist für die Entscheidungsfindung, die dürfen wir nicht vergessen. Die muss auf jeden Fall gewährleistet sein, dass wir diese zugänglich machen. Ein weiteres wichtiges Schema ist die Technologie und alles, was wir brauchen, um uns zu bewegen in diesen offenen und systematischen Prozessen. Das müssen offene Technologien sein. Wir haben zum Beispiel für gewisse Themen in der Stadt wir gewisse Technologien und Provider verwenden. Das ist nicht so praktisch. Was Salvador Herrera kommentiert hatte, auch der soziale Teil. Die Technologie muss querschnittsmäßig nutzbar sein und nicht einfach sich beschränken auf gewisse Stadtteile nur. In diesem Prozess, in dem wir versuchen, den öffentlichen Transport neu zu organisieren. Wenn man da die Buslinien ändert, muss man das Betriebsmodell auch ändern. Man muss auch die Fahrer schulen, aber Sie müssen sich mal vorstellen, wie positiv das in den ärmeren Stadtvierteln ist, diese Transportstrecken, diese Transportlinien gut und positiv zu belegen, indem man die Leute da auch ausbildet und die Fahrer schult. Viele Daten können von den Usern auf ihrem Smartphone erarbeitet und dann weitergegeben werden. Wir arbeiten mit Consultants zusammen und machen dann unsere Origin-Destination-Map. Auch eine Studie zur Strukturierung der Transportmöglichkeiten in der Stadt. All das wird analysiert. Und heutzutage ermöglicht die Technologie es, dass die User selber die Informationen aktualisieren können. Ein konkretes Beispiel. In der Stadt gibt es 1200 Strecken, die von öffentlichen Verkehrsmitteln abgefahren werden, die vom Ministerium genehmigt sind. Und das stimmt aber heutzutage nicht mehr, denn die Dynamik der Stadt selbst und die Dimension der Stadt selbst führen dazu, dass jetzt mit Erweiterungen der Metro und so weiter, mit der Einrichtung von neuen Korridoren, eine andere Logik angewandt wird. Und der Konzessionär auch wendet seine eigene Logik an. Wie können wir das aktualisieren? Über unsere Handys. Wir wollen Daten von den Telefonen, die also die persönlichen Angaben ausschließen. Das wollen wir nicht, sondern nur die für unsere relevanten Daten, die Transportdaten. So dass wir das auch aktualisieren können, wo sich diese 1200 Strecken befinden. Ein weiteres wichtiges Thema ist, wie wir das alles teilen können. Wir haben eine Vereinbarung mit dem Bundesstaat Mexiko zwischen der Hauptstadt, zwischen Mexiko-Stadt und dem Bundesstaat Mexiko. Wir arbeiten mit dem Nationalen Wahlinstitut auch zusammen und wollen ein Schema, mit dem wir auch sicherstellen können, dass die Wahlausweise, die hier als Personalausweise verwendet werden, dass die wirklich zuverlässig sind. Und dass die Identifikation bei den ganzen Fahrzeugkontrollmechanismen, dass das besser funktioniert. Denn es gibt zu viel Kfz-Diebstahl in Mexiko-Stadt. Dann haben wir Plataforma Mexico, also die Mexiko-Plattform. Und wir werden in Mexiko-Stadt bald wieder eine formelle Führerscheinprüfung einführen, bevor man einen Führerschein bekommen kann. Dazu ist es erforderlich, dass wir dass Identifikation gewährleistet ist, dass es also einen formellen Prozess gibt, eine ID zu erwerben. Was die Verbesserung des öffentlichen Transportwesens betrifft, es ist ähnlich wie bei der Verbesserung der Mobilität, da gibt es verschiedene Faktoren.
ein Teil dessen, was wir hier an der UNAM, an unserer Universität bearbeitet haben. Da können die Intervalle zwischen den Fahrzeugen besser reguliert werden, um die Fahrzeiten zu optimieren. Ein weiteres Projekt, das wir initiieren, zusammen mit der Metro, ist, wie man das Verhalten der Passagiere verbessern kann. Es ist oft so, dass die Technologie uns Verbesserungen anbieten kann, was die Effizienz betrifft. Aber wenn die Passagiere sich da nicht anpassen, die Verkehrsmittelnutzer das nicht richtig nutzen, dann bringt das auch nichts alleine. Wenn die Verkehrsmittel nicht genutzt werden, wie sie genutzt werden müssen, dann bringt es nicht die Benefits. Ein weiterer Punkt, den wir erreichen wollen, ist, dass diese Verbesserungen relativ kostengünstig sind und große Auswirkungen haben. Wie José heute Morgen erwähnt hat, wenn wir es schaffen, dass die Fahrzeuge mehr belegt sind, dass es 1,5 Passagiere pro Fahrzeug sind, dann würde das zu sehr viel mehr Verbesserungen als zweite Ebenen auf unseren Peripherautobahnen einzurichten. Man muss auch offen sein dafür, dass wir verschiedene Lösungen suchen für verschiedene Mobilitätsprobleme. Das ist nicht immer, dass wir nicht nur den technischen Part effizienter gestalten wollen, wenn es um Probleme geht, die eigentlich eher humane Probleme sind, die vom Menschen an sich gelöst werden können. Es gibt verschiedene öffentliche Datenbanken, zum Beispiel Twitter. Da kann man die Daten nutzen, die geolokalisiert sind. Und das ist öffentlich, da kann man die Konten tracen. Die Leute wählen ja aus, die entscheiden sich dafür, ob sie ihre Position öffentlich machen oder nicht. Und das Segment der Bevölkerung, das geolokalisiert Twitter verwendet, sind nicht so viele. Smartphones werden von mehr Leuten verwendet als Twitter. Aber es gibt einen Großteil der Bevölkerung, die keine Smartphones haben. Aber bis 2020 wird das sicherlich so sein, dass die meisten Smartphones nutzen werden. Und wie dann die Smartphones genutzt werden, ist natürlich wieder eine andere Frage. Es ist aber besser, eine unzureichende Information zu haben, als überhaupt keine Information. Wenn wir also eine gewisse Menge von Punkten in einem Stadtviertel haben und das dann auch kreuzen mit der Information der Anzahl der Bewohner in diesem Stadtviertel, dann kann das auch genutzt werden. Etwas, was schlussendlich bei der gesamten Bevölkerung akzeptiert ist, sind Handys. Also und das Signal der Handys hier in Mexiko-Stadt, ich weiß nicht, wie viele Millionen es da gibt. Ja, Sie haben ja genügend Exemplare, um in Echtzeit Mobilitätsdaten verbreiten zu können. Und außerdem könnte man auch Daten verwenden für bestimmte Mobilitätssysteme, zum Beispiel mit Handys, könnte man vielleicht nicht alle Systeme abdecken. Also zum Beispiel für Autos gibt es Waze oder Google Maps. Oder ja gut, dadurch, dass es Firmen sind, im Prinzip dieselbe Firma, sind das private Daten. Das ist ja nicht so, dass sie die nicht teilen würden, sondern sie verkaufen sie eben. Ja gut, also das sind die Daten, die kosten halt so und so viele Millionen Dollar. Ja. Das heißt, wenn man Alternativen
suchen könnte, um zu dieser Information zu kommen, zum Beispiel wenn die User ihre Daten zur Verfügung stellen, welchen Nutzen das haben könnte. Was Jose ja auch sagte, ist dieser Mobilitätswert oder Währung, hat er ja vorher gesagt. Das heißt, wenn User, die ihre Daten teilen, von verschiedenen Transportsystemen, dass sie dann bestimmten Nutzen dazu bekommen oder eine bestimmte Dienstleistung, einen bestimmten Service, das könnte zu einem Markt führen, dass es Angebot und Nachfrage gibt nach Daten. Und ja, dieser Mobilitätswert könnte man auch verwenden, um Anreize zu schaffen für, also diese Datengabe individuell und kollektiv könnte dazu helfen, verschiedene Informationsquellen zu integrieren. Oder man könnte es auch zur Regulierung verwenden, zur Regulierung der Mobilität. Das heißt zum Beispiel, wenn ich mein Auto teile, ja, dann könnte ich bestimmte Kredite bekommen oder wenn ich meine Informationen teile, wenn ich entscheide, zur Rush Hour zu fahren, dann muss ich vielleicht mehr Kredite dafür bezahlen. Und auf diese Art könnte die Regierung eine Art und Weise haben, Einfluss zu nehmen auf das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger zu ihrem eigenen Nutzen. Denn sowohl die Stadt als auch die Bürgerinnen und Bürger haben hier was davon, wenn wir Autos teilen. Aber niemand macht es. Niemand macht es, denn ja, ich mache es lieber nicht und die anderen sonst aber machen. Ja, aber wenn wir das alle machen, dann haben wir ja alle was davon. Und das heißt, man bräuchte etwas, was sozusagen messen kann zwischen diesen beiden Maßstäben, dem individuellen Maßstab und dem Maßstab der Stadt. Das heißt, diese Mobilitätswährung oder dieser Mobilitätswert, das ist eine Idee, um das Ganze konkreter zu machen. Aber letztendlich besteht das Ziel darin, zu versuchen, die Konflikte zu beseitigen zwischen dem individuellen Nutzen und dem Nutzen der Stadt, wenn es da dann Konflikt gibt. Gut, und zu dem, was Juan Antonio sagte, ich glaube, selbst wenn es natürlich Unterschiede gibt zwischen der Intelligenz der Insekten oder der Vögel und der Menschen, gut, wenn es um Mobilität geht, ich glaube, dass Ameisen intelligenter sind. Ja, also es gibt natürlich verschiedene Arten von Intelligenz, nicht nur bei Menschen, sondern auch zum Beispiel eine Ratte ist zum Beispiel intelligenter beim wenn sie in dem Labyrinth sitzt als wir. Und für viele andere Dinge, für Mathematik, sind sie vielleicht weniger geeignet. Aber die meiste Mobilität kann man auch modellieren, ohne von Intelligenz bei den Individuen auszugehen. Und die Dynamik der Massen, also die entsprechenden Modelle, sind immer darauf basiert. Also wir sind eigentlich nur Partikel, wir sind eigentlich nicht mal Personen. Ja? Wir sind auch Flüssen unterworfen. Ja? Das heißt, gut, dass wir intelligent sind, bedeutet ja nicht, dass unser Verhalten bei der Mobilität bei Tausenden von Menschen oder Tausenden von Fahrzeugen nicht modelliert werden kann, ohne dass wir daran denken, dass es auch noch einen anderen neben dem anderen gibt und dass der genauso schnell ist. Und gut, dieser Governance-Aspekt, die Technologien können die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger eben fördern. Im Wahlkampf 2012 habe ich mit ein paar Freunden eine Plattform eingesetzt, die wir in Kenia entwickelt hatten, zum Thema Wahlen. Das hatten wir also in einem Server. Und durch soziale Netzwerke haben wir die Bürgerinnen und Bürger eingeladen, Unstimmigkeiten im Wahlprozess zu melden. Und wir haben über 3000 Berichte bekommen über Unregelmäßigkeiten im Land. Zufällig kamen die meisten von der Regierung, der derzeitigen Regierung. Das wurde der Bundeswahlbehörde und dem Bundeswahlgericht
gezeigt und so passierte nichts damit. Aber gut, das Ziel war nicht so sehr zu zeigen, ja, wir wussten schon, dass da nichts passieren würde. Aber was wir gemerkt haben, war, dass die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger deswegen entstand, weil die Menschen das Gefühl hatten, einen Unterschied machen zu können. Wenn man das Gefühl hat, dass gut, ob ich Fahrrad fahre oder nicht, das hat keinen Einfluss auf die Stadt, gut, dann ist es egal. Aber dann ist es eben so ein Ideal, ja, oder ob ich jetzt wähle oder nicht, dann bleibt ja ohnehin alles gleich und alle Politiker sind gleich, ja. Das heißt, diese Plattform, da haben wir gemerkt, dass die Bürgerinnen und Bürger dadurch das Gefühl bekamen, dass das, was sie taten, tatsächlich Gewicht hatte. Und ich glaube, einerseits wird dadurch das Vertrauen in die Institutionen gestärkt und sie können dann ihre Entscheidung auch darauf gründen. Und dadurch kann eine gesundere Gesellschaft geschaffen werden, nicht nur dank des Vertrauens, sondern auch, weil die Aktionen, die dann durchgeführt werden, tatsächlich den Bedürfnissen entsprechen und nicht dem, was Entscheidungsträger möglicherweise als notwendig erachten. Und letztendlich machen wir ja genau das häufig. Ein Beispiel, das ich gerne gebe, ist: Natürlich besteht eine Notwendigkeit, zum Beispiel das Metronetz auszubauen. Aber welche Linie? Ja, das wissen wir im Moment nicht. Wir wissen nicht, wo die beste Kosten-Nutzen-Rechnung ist und wo die meiste Nachfrage herrscht. Also, das haben wir nicht. Aber was wir brauchen, ist nicht nur, dass wir die Nachfrage kennen müssen, sondern wir müssen verstehen, wie durch den Bau neuer Infrastruktur die Mobilität in den Städten umstrukturiert wird. Das heißt, das fehlt uns noch, um eine informelle Entscheidung treffen zu können. Das heißt, diese Technologien gestatten uns, bessere Entscheidungen zu treffen. Ja, vielen Dank, Carlos. Nun möchte ich allen vorschlagen, dass Sie Ihre Kopfhörer aufsetzen, denn Philipp möchte uns nun ein paar Anmerkungen geben und danach fragen wir mal die Lisa, ob die vielleicht auch was sagen möchte. Das heißt, bitte Kopfhörer aufsetzen. Ja, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank auch für die spannende Frage. Ich möchte gerne darauf eingehen, auf den öffentlichen Verkehr. Da wurde ja jetzt gefragt, wie können wir das integrieren, wie bringen wir da die Akteure zusammen? Und ich darf Ihnen zunächst mal versichern, dass wir in Deutschland die gleichen Probleme haben. Also es ist nicht so, dass jeder gerne mit jedem von sich aus in Deutschland zusammenarbeitet. Aber eine wesentliche Aufgabe, und ich möchte das mal beschreiben, was sind eigentlich so die wesentlichen Aspekte für uns in Deutschland im Bereich der Integration des öffentlichen Verkehrs. Zunächst einmal geht es darum, letztlich die Akteure an einen Tisch zu bekommen. Das heißt, sie müssen in den Dialog treten und die Leute an einen Tisch bekommen und dann auch gemeinsam über Probleme und über Lösungen diskutieren. Ein weiterer wesentlicher Punkt bezieht sich auch letztlich auf das Bewusstsein bei den Firmen im öffentlichen Verkehr, dass diese auch profitieren, wenn sie zusammenarbeiten. Das bedeutet, aus dem Zusammenschluss von Unternehmen im öffentlichen Verkehr entstehen auch wiederum Kostenvorteile für diese Unternehmen. Ein sehr hoher Anteil der Kosten von öffentlichen Verkehren entfällt beispielsweise auf das Ticketing, also das Personal, das den Fahrschein verkauft oder auch die Ausstellung des Papierfahrscheins. Das heißt, in Deutschland haben die Unternehmen ganz klar ein Interesse, diese Kosten zu reduzieren, beispielsweise durch integriertes Ticketing, durch elektronisches Ticketing. Gleichzeitig wissen auch die Unternehmen im öffentlichen Verkehr, dass sie dadurch Kunden binden können oder auch neue Kunden gewinnen können. Das heißt, wir haben, und damit sind wir recht weit in Deutschland, wir haben auch das Bewusstsein, dass die einzelnen Unternehmen profitieren, wenn sie zusammenarbeiten. Das ist erstmal ganz wichtig. Nicht nur, dass man die Leute zusammenbringt, sondern auch, dass die Firmen wissen, aha, wir müssen zusammenarbeiten. Ein weiterer Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist natürlich auch,
die Rolle der öffentlichen Hand. Das heißt, wir haben durchaus sehr umfangreiche Förderprogramme unserer Bundesministerien. Aktuell haben wir ein Förderprogramm des Bundeswirtschaftsministeriums, das nennt sich Tür zu Tür. Der Oberbegriff ist der öffentliche Verkehr der Zukunft. Das heißt, wir haben im Moment in Deutschland sehr, sehr viele laufende Forschungsprojekte, wo eben auch neue Systeme entwickelt werden, wo quasi neue Entwicklungen stimuliert werden, wo Standards geschaffen werden, wo auch die Unternehmen letztlich unterstützt werden, darin nachhaltige Lösungen zu finden. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass letztlich eine gewisse Unterstützung von der öffentlichen Hand vorhanden ist. Wir haben aber in Deutschland, und das ist, denke ich, auch sehr erwähnenswert, wir haben starke Verbände. Den VDV, das ist der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, in dem letztlich alle Unternehmen sich engagieren, um zusammen Lösungen zu finden. Und im VDV werden, also in diesem Verband der Verkehrsunternehmen, wurden sehr, sehr viele Standards entwickelt, Schnittstellenspezifikationen, ein Standard für ein elektronisches Ticketing. Also das ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir letztlich Verbandsarbeit haben, dass die Akteure zusammen über Lösungen nachdenken und auch zusammen an Lösungen letztlich arbeiten. Und es ist letztlich auch so, dass wir in Deutschland auch uns immer eingegliedert sehen in einen europäischen Kontext. Das heißt, die Europäische Union fördert auch sehr viel im Bereich intelligente Verkehrssysteme und auf der Agenda recht weit oben stehen dort auch multimodale Reiseplaner, dass sie eben durch ganz Europa sich ein Ticket lösen können und das auch durch Europa durchgängig bezahlen können, dass sie nur noch einen Fahrschein haben im öffentlichen Verkehr, um letztlich durch ganz Europa zu reisen. Also es gibt da eine ganze Menge an Rahmenbedingungen, die letztlich dazu führen, dass wir dort auch recht viele Initiativen haben in diesem Bereich. Aber wichtig ist nicht nur, dass sie die Akteure zusammenbekommen, sondern auch, dass sie bei den Akteuren eine Bereitschaft haben, dort mitmachen zu wollen. Und diese Bereitschaft können sie letztlich nur erreichen, wenn die Unternehmen auch die Vorteile begreifen und verstehen, die für sie selber daraus entstehen können. Und das sind eben reduzierte Kosten, das ist eine höhere Wirtschaftlichkeit, das ist die Bindung von Kunden oder das ist auch der Zugewinn von neuen Kunden. Wir haben, und das ist, denke ich, auch ein neuer Trend in diesem Zusammenhang, wir haben auch bei vielen Unternehmen in Deutschland die Erkenntnis, dass sie nicht alleine in der Lage sein werden, Tür-zu-Tür-Mobilitätsdienste anzubieten. Das bedeutet, wir haben immer mehr auch Projekte, bei denen verschiedene Akteure zusammenarbeiten, um eben für den Kunden im öffentlichen Verkehr wirklich komfortable Angebote anbieten zu können. Wir hatten heute schon mehrfach über den Trend der Urbanisierung gesprochen, das heißt, immer mehr Leute leben in Städten, aber gleichzeitig bedeutet das auch, dass immer weniger Leute im ländlichen Raum wohnen. Immer weniger Leute wohnen dort. Wir haben ein richtiges Aussterben von Bevölkerung im ländlichen Raum. Und wir müssen aber für diese abnehmende Bevölkerung auch die Mobilität sicherstellen. Wir müssen auch für diese Menschen, für diese immer weniger werdenden Menschen, müssen wir öffentliche Verkehre anbieten. Und wir sind in Deutschland schon zu der Erkenntnis gelangt, dass wir beispielsweise fahrplangebundene öffentliche Verkehre, die nach einem festen Fahrplan ablaufen, dass wir diese gar nicht mehr wirtschaftlich anbieten können in vielen Regionen, weil einfach die Nachfrage so schwach ist. Ich rede jetzt vom ländlichen Gebiet, gerade das Gegenteil von der Stadt, im ländlichen Raum. Weil die Nachfrage so gering ist, brauchen wir flexible Bedienformen. Der öffentliche Verkehr dort ist eben nicht mehr nach einem festen Fahrplan organisiert, weil das einfach überhaupt nicht wirtschaftlich darzustellen ist. Und die Deutsche Bahn bei uns ist das größte Verkehrsunternehmen im Fernverkehr und auch im Nahverkehr bietet die Deutsche Bahn bei uns sehr viel Verkehre an. Und dort wird ein Pilotprojekt jetzt gestartet ab Mai, wo der Dienst, eine App von der Deutschen Bahn, wird verknüpft
mit einer App von einem privaten Anbieter, der solche Mitfahrgelegenheiten organisiert, also private Mitfahrgelegenheiten. Und das ist genau für diese Verteilung die letzte Meile im ländlichen Raum. Also die Deutsche Bahn, die kann einfach nicht mehr wirtschaftlich in ländlichen Gebieten in bestimmten Regionen anbieten. Und hier kommt man jetzt eben zur Kooperation von verschiedenen Akteuren. Hier arbeiten jetzt eben die privaten kleinen Start-ups zusammen mit den großen Verkehrsunternehmen. Und sie können quasi, wenn sie jetzt sagen, ich will aus der Großstadt Berlin in ein kleines Dorf fahren, wo eben ein schlechtes Angebot vom öffentlichen Verkehr ist, dann können sie ihr Ticket über die Deutsche Bahn dort buchen und können gleichzeitig die Fahrt über diese private Mitfahrgelegenheit in einem Zug mitbuchen. Das ist integriert. Das ist ein Pilotprojekt, was jetzt ab Mai startet im Schwarzwald in Deutschland. Und ich weiß auch von den Systementwicklern, dass das recht aufwendig ist. Also sie müssen diese Daten letztlich, die Systeme, die dort aufgebaut wurden, separat miteinander zusammenfügen. Und das erfordert eben eine Menge auch technischer Entwicklungsarbeit. Aber der Trend geht ganz klar dahin. Und ich denke, gerade auch im Bereich der ländlichen Räume sind intelligente Verkehrssysteme ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie alle davon profitieren. Weil der Nutzer profitiert davon, er kriegt zugeschnittene Angebote, aber auch die Unternehmen profitieren, weil sie günstiger oder viel, viel wirtschaftlicher ihre Dienste letztlich dort anbieten können. Aber nochmal, ich sage das nochmal, sehr, sehr wichtig ist in jedem Fall der Dialog der verschiedenen Unternehmen. Und ich kann letztlich oder möchte mich da auch sehr positiv darüber äußern, was ich hier gehört habe in der Diskussion. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Also was ich höre über die Zukunft, auch Sie von der Stadt hier, Mexiko, hatten das beschrieben, integriert, was Sie dort letztlich planen, das ist sehr, sehr weit von Ihrer Theorie her, wo Sie hinwollen. Das ist sehr, sehr nachhaltig und das ist sehr, sehr gut. Also das ist bei weitem nicht überall der Fall, dass das Denken, das nachhaltige Denken, das intelligente, das kluge Denken schon so weit vorangeschritten ist. Und das nehme ich wirklich sehr, sehr positiv wahr. Das ist ein sehr großes Lob von meiner Seite dafür. Lisa. Ja, ich möchte auch weitermachen mit einem positiven Kommentar im Vergleich Mexiko-Deutschland. Wir waren in dem Projekt im Audi Urban Future Award, was wir hier in Mexico City gemacht haben, waren wir sehr, sehr überrascht über die Bereitschaft, Daten zu teilen. Der José Castillo hatte es ja vorhin gezeigt, diese 14.000 Datasets, die wir bekommen haben, einerseits von Privatpersonen, aber auch von Firmen, die wirklich die kompletten Mobilitätsdaten ihrer Mitarbeiter zur Verfügung gestellt haben, um gemeinsam das Thema Mobilität zu verbessern. Das ist eine Bereitschaft, die wir hier in Mexiko gespürt haben, die so in Deutschland sicherlich nicht da ist. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Punkte, wo Mexiko auch sehr viel weiter ist, als es Deutschland beispielsweise ist. Dann möchte ich noch was zum Thema Einführung Technologien sagen. Ich glaube, dass es drei entscheidende Punkte gibt. Den ersten, das Thema Verhalten und Akzeptanz der Bevölkerung. Das wurde ja schon mehrfach angesprochen. Der zweite Punkt, das Thema Investitionen. Und der dritte, das Thema Entwicklung und Planung der Technologien. Zum Verhalten und der Akzeptanz, da wurde ja schon mehrfach das Thema Education, also Bildung, angesprochen. Es ist sicherlich eine Bereitschaft für ein Verhalten überhaupt erstmal zu entwickeln. Es ist sicherlich auch die Frage, die kam hier drüben, glaube ich, in welchen Schichten beginnt es denn? Und natürlich, wir sind ein Premium-Mobilitätsanbieter, aber wir glauben auch, dass es ganz, ganz entscheidend ist, einflussreiche Schichten in ihrem Verhalten zu verändern und dort mit Technologien und Services zu beginnen und dadurch eine Abstrahlwirkung auf andere Schichten auslösen zu können. Und das ist beispielsweise, warum wir uns unter anderem mit Santa Fe und mit den Firmen, die da sitzen, beschäftigen.
Und klar ist, glaube ich, auch, dass man, wenn man Verhalten verändern will, dass es einen gewissen Anreiz braucht, um dieses Verhalten zu verändern. Der Carlos hat es angesprochen, diese Frage nach vielleicht einem Gesamtsystem, nach einem System von Mobility Coins, wo ich was zurückbekomme. Ich glaube, wir sind alle sehr anreizgetriebene Menschen. Und wenn man nicht über das nachdenkt, was man zurückgibt für das Reduzieren der individuellen Mobilität, für das Teilen eines Fahrzeuges oder für das Einsparen von Raum, dann wird es schwierig, solche Systeme einzuführen. Und das, denke ich, führt auch zu dem zweiten Punkt, zum Thema Invest. Auch da ist es sicherlich sehr, sehr wichtig, es wurde mehrfach angesprochen, dieses Zusammenspiel von privat und öffentlicher Hand. Und das ist das Thema, was wir in dem Boston-Projekt stark beleuchtet haben, die Frage des Marktplatzes. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass es eine Verhandlung zum Thema Mobilität in den Städten gibt und dass man über Währungen spricht, dass man sagt, was bekommt denn eine Firma, die Raum einspart im Thema Mobilität, was bekommt die denn zurück? Was ist es denn, was für Währungen verhandelt werden müssen und können in Städten? Und wie schafft man Anreize, sowohl für die private als auch für die öffentliche Hand, zu investieren in diese Themen? Also ich glaube, da ist eine gesamtheitliche Struktur, die Investitionen fördert in Städten, sehr, sehr wichtig. Der dritte Punkt, das Thema Entwicklung und Planung. Wir haben beispielsweise in der Automobilindustrie Planungszyklen von 7 Jahren. Auch Städte haben Planungszyklen, die teilweise sicherlich ähnlich lang sind. Ich glaube, das Wichtige ist genau das, dass man sich frühzeitig an den Tisch setzt, dass man heute schon über die Entwicklungen, die noch nicht aktuell da sind, aber schon spricht, gemeinsam überlegt, was sind die Anforderungen in der Zukunft, sodass sowohl die Mobilitätsanbieter als auch die Städte frühzeitig die systemische Integration andenken können. Und dafür ist es natürlich einerseits wichtig, dass die Mobilitätsindustrie offenlegt, woran sie sind, und andererseits aber eben auch wir die Möglichkeit haben zu verstehen, und das zeigt ja dieser Rahmen auch schon sehr schön, auf welchem Weg denn die Städte sind. Und da ist vielleicht noch ein Beispiel, woran wir gerade sind. Das hat auch der Kollege Krüger gerade eben schon beschrieben, dieses ganze Thema Standardisierung. Wir beschäftigen uns zum Beispiel auch mit der Frage, wie sprechen denn eigentlich überhaupt Ingenieure auf unserer Seite, die das Thema Mobilität entwickeln, mit Städteplanern. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Sprachen, und allein das sind vielleicht banale Themen, aber das sind schon Hindernisse, wenn es darum geht, solche Themen voranzubringen. Also wie kann man einheitliche Sprachen schaffen und vielleicht auch in Standards festsetzen, die eine leichtere Zusammenarbeit zwischen Stadtplanung und Mobilitätsplanung ermöglichen? Ganz herzlichen Dank, Lisa und Philipp, für Ihre Kommentare über die deutsche Erfahrung. Gut, ich möchte Sie darauf hinweisen, dass wir noch ungefähr eine halbe Stunde Zeit haben, um zum Ende zu kommen und zum Cocktail überzugehen. Ich weiß, dass wir auf der Zone weiter schicken können, also von hier nach hier. Also der User schickt der Regierung Informationen und die Regierung antwortet mit anderen Informationen, der Waze zum Beispiel. Also zum Beispiel, wenn eine Demonstration ist, dann bekommt man den Hinweis, es sei viel Verkehr. Aber natürlich weiß das Ministerium, dass das eine Demo sein wird. Das heißt, wenn man das weiß, dann kann man das einplanen und dann kann man auch vorhersehen, wie es ungefähr aussieht. Ja? Also das wäre halb obligatorisch und halb freiwillig. Und eine andere Möglichkeit wäre, wie man Anreize schaffen kann, damit die Leute da mitmachen. Gut, Jelly, dann hast du das Wort und dann machen wir. Ich möchte so punktuell wie möglich sein. Zunächst einmal die Frage, die Öffentlichkeitsarbeit, das ist was ganz Wichtiges. Und wie können wir uns den Schalter umlegen durch die Kommunikation und gewisse kulturelle Dinge ändern? Also zum Beispiel diese Vorstellung, dass das Auto das Ideale ist und eine Art des Erfolgs, ja, dass die Menschen so denken. Die Öffentlichkeitsarbeit ist sehr wichtig. Aber die Öffentlichkeitsarbeit muss sowohl für die Bürgerinnen und Bürger sein, als auch für die Entscheidungsträger. Welche Anreize geben wir den Bürgerinnen und Bürgern, damit sie ihre Fortbewegungsart verändern? Und welche Anreize geben wir den Entscheidungsträgern, damit sie dabei helfen, diese Plattformen ins Leben zu rufen? Gut, und
Mir kommen aber zwei Dinge in den Sinn, diesen Audi-Preis einerseits und schließlich den Preis für die Transparenz. Da ging es viel um Digitalisierung und um Punkte, die eigentlich eher mit Formalitäten, also Papier, gegen Behördengängen zu tun hatten. Aber gut, die Frage ist, welche Anreize möchten wir den Entscheidungsträgern geben, also irgendwelche Apps oder jeder braucht Anreize, denke ich. Gut, zweitens, ein sehr wichtiger Akteur, der uns hier noch fehlt, würde ich sagen, ist MGM, der mexikanische Verband für Transportwesen. Wir haben ja immer dieses Thema der Lastenfahrer, der Angestellten im Transportwesen, wie wir an sie rankommen können und genau das ist die Frage der Kommunikation und wie man Aktivitäten verbreiten kann. Das ist ja nicht immer so linear. Also die Entscheidungsträger, da habe ich das Gefühl, da gibt es manchmal so einen Abgrund ja zwischen denen, die Entscheidung treffen und denen, die das dann ausbaden müssen. Ja, das heißt, wie nehmen die das dann wahr? Oftmals werden ihnen nämlich die Nutzen nicht dargelegt, sondern es werden Dinge durchgeführt, ohne dass sie wissen, was es genau ist. Klar, kurzfristig wird es vielleicht Nachteile geben, aber langfristig wird es positiv sein. Und das sind eben so diese Kosten, die wir alle zu tragen haben, kurzfristig bei Veränderungen. Ich glaube, das muss alles kommuniziert werden und dieser Verband der MTM muss da mitmachen. Es gibt Abordnungen auch in den verschiedenen Bundesstaaten und vielleicht wäre es ganz gut, wenn man mit diesen Transportangestellten ins Gespräch käme über technologische Veränderungen und so weiter. Dass man zum Beispiel Roadmaps macht. Das sind Technologien, die man machen kann, um Kartenmaterial zu bekommen. Aber gut, wie kann man sie mit einbeziehen? Ich glaube, es ist wichtig, sie zu haben und diese Roadmaps, ja, die brauchen wir, mit denen müssen wir arbeiten. Das wird uns dabei helfen, wenn wir mit denen arbeiten, anzufangen, Kosten zu sparen und Zeit zu sparen und Geld zu sparen. Und wir haben ja auch viel das Problem der Information gesehen. Und ja, die Information, die generiert wird, wie speichern wir die? Wie wir das mit den Consulting-Unternehmen machen. Wir haben das häufig mit Lokalregierungen. Guck mal, wir gucken uns mal die und die Information an. Ja, wir haben die und die Studie gemacht. Ja gut, die ist im PDF-Format und da können wir das nicht mehr verwenden. Also ich glaube, so diese kleinen Aktionen könnten wir durchführen, dass wir sagen, du, wir brauchen das in einem Shape, in einer Shape-Datei oder in einem anderen Format. Aber diese Information, die ja schon kostenspielig war für den Steuerzahler, muss öffentlich sein. Also wenn unser Consultant uns die Informationen gibt, dann müssen wir das können wir das auf einer Plattform setzen und dann können wir Kosten sparen für die nächste Studie. Man kann ja auch zum Beispiel sich auf eine Studie stützen, die es schon gibt. Ich glaube, das ist entscheidend. Ja, wenn es Informationen gibt, ist es immer schwierig, die einerseits zu digitalisieren und andererseits mit den Consultern dann abzustimmen, was man machen kann. Und schließlich die technische Weiterbildung, Aus- und Weiterbildung. Ja, das müssen wir machen, aber wie? Die Lokalregierungen, wir können zum Beispiel die Initiative haben, dass wir 1000 Sachen verändern wollen, aber wir haben kein Handbuch dazu, keine Anleitung, keinen Leitfaden. Wir wissen nur, wir brauchen eine bestimmte Technologie, aber für die brauchen wir eine Ausbildung, eine Weiterbildung, ein Training und häufig ist das Geld da, aber man weiß nicht, wie man das umsetzen soll. Und ich glaube, es ist wichtig, hier in die Kommunikation einzusteigen, Teamwork zu machen. Als erstes möchte ich Sie beglückwünschen zu dieser Veranstaltung. Im Lauf der letzten Jahre sind wir bei verschiedenen Veranstaltungen zugegen gewesen und oft wird viel auf nicht motorisiertem Transport bestanden. Das Wort Mobilität, ja, das darf dann nur nicht motorisiert sein. Ich glaube, es ist ganz gut, dass wir ein anderes Konzept von Mobilität haben. Letztes Jahr haben wir zwei Foren durchgeführt
zum Thema Mobilität. Und eines mit einer Tendenz Richtung Technologie und das andere Richtung... Herzlichen Glückwunsch, also wirklich wunderbar, dieses Forum. Freue mich, dass wir das hier alles diskutieren dürfen. Wenn ich diese verschiedenen Zeitschriften bekomme über Traffic Technology, Intelligence Systems, also da erschrecke ich erstmal. Ich mache auf, haben wir nicht. Nächste Seite, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht. Und wenn ich all das sehe und ich mich frage, warum haben wir das nicht? Warum gibt es das in anderen Ländern? Warum macht man da Werbung dafür, weil man es da verkauft? Und wir haben das nicht. Das Erste, was ich als Antwort darauf finde, ist, okay, wir sind ein unterentwickeltes Land, das nicht genügend Geld hat. Eins, erster Punkt. Aber nachher, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, und da, wo es Geld gibt, kann man das machen? Was passiert dann? Die Frage ist, die Techniken werden nicht verstanden. Seit wir in diesem Bereich arbeiten, haben wir festgestellt, dass es notwendig ist, dass die Techniken besser verstanden werden. Wir haben das während des Essens so besprochen mit Jorge und mit Carlos. Da wir keine Technologie schaffen, verstehen wir sie auch nicht. Wir wissen nicht, wie wir uns für welche entscheiden sollen. Wir wissen nicht, wie wir damit umgehen und sie betreiben sollen. Ich spreche von allen Technologien. Ob das Fahrzeugtechnik betrifft oder Verkehrstechnik oder intelligente Technologie zur Informationserhebung. Viele von uns, die hier sind, sind eine Elite im Land, denn sie wissen um Dinge, die andere hier im Land nicht kennen und die meisten nicht kennen. Wir haben das Beispiel von Carlos, der uns erzählt hat von einem sehr wichtigen Thema, das wir nicht alle verstehen. Diese Ähnlichkeit zwischen einem lebenden Organismus und wie er funktioniert und der Transport, der Verkehr in einer Stadt. Das ist ein wunderbarer Vergleich. Wenn ich nun im Auto oder in der Metro oder sonst wie mich fortbewege, wir sind ein Organismus, ein lebender Organismus. Denn alle, die wir dazugehören, müssen ja intelligente Entscheidungen treffen. Wenn wir diese Intelligenzen zusammenfassen und dafür sorgen, dass alles effizient abläuft, das wäre ja wunderbar. Aber es ist nicht einfach, das zu verstehen. Und das steht ja auch im Namen dieses Instituts, Institut der Komplexität, in dem du arbeitest. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Und an Jorge, da habe ich eine Frage. Diese Smart Cities, diese intelligenten Städte. Wenn man sich dann den Teil mit der Energie anschaut, was passiert da? Uns interessiert es sehr, zu sehen, wie die Energielevels genutzt werden in der Stadt. Denn wenn wir von langsamem Verkehr sprechen, von überfüllten Städten sprechen, da können Sie sich nicht vorstellen, was das für Auswirkungen hat und wie wir hier Energie verbrauchen. Die Energie, die da verwendet wird und verbraucht wird, wird nicht weniger, auch wenn wir Krise haben. Ich würde also Folgendes sagen. Wenn wir uns überlegen, was wir mit der Technik machen wollen, also als Erstes würde ich mal sagen, nein, nichts. Wir müssen nichts machen. Wir müssen mit dem, was wir haben, arbeiten, um dann zu sehen, welche Technologie uns am besten zusagt. Oft ist das alles viel zu unordentlich. Wir müssen das alles auf den ähnlichen Stand bringen und das Einfache, das Praktische lösen. Und dann können wir sehen, welche Technologien wir anwenden, um Informationen zu erheben über Verkehr, über solche Daten. Als Erstes müssen wir einfach zu ordnen, um zu wissen, wie eine Diagnose durchgeführt werden könnte. Ein Beispiel hierfür ist, dass vor ein paar Jahren kamen Europäer und haben uns geholfen, zum Thema Energieeffizienz zu arbeiten.
Ich arbeite ja in der Kommission für effiziente Energienutzung. Und das Erste, was die Europäer da sahen, was Verkehr betrifft, waren die problematischen Kreuzungen. Problematische Kreuzungen ist das Erste, was man lösen muss. Und dieses Thema haben wir vergessen. Problemkreuzungen, Konfliktkreuzungen zu lösen, eine nach der anderen, ist eine sehr gute Methode, um gemeinsam für eine schnellere Durchschnittsgeschwindigkeit in der Stadt zu sorgen. Und danach können wir schauen, ob die Fahrzeuge besser im Metrobus fahren oder mit welchem Transportmittel es besser geht. Wir haben vor unserem Gebäude seit Jahren eine Konfliktkreuzung. Das wird nicht besser. Da ist Personal von der öffentlichen Sicherheit, aber wir haben keine Verkehrspolizisten an dieser Ecke, an dieser Kreuzung. Das könnte man sicherlich relativ einfach lösen. Wenn das mal gelöst ist, dann können wir den nächsten Schritt angehen und Technologie verwenden. Um diese Technologie zu verwenden, glaube ich, brauchen wir mehrere Dinge. Und das können wir auf drei Faktoren reduzieren. Ausbildung und Professionalisierung von allen. Die Pkw-Fahrer, die Busfahrer, die Verkehrspolizisten, die Leute, die das organisieren. Wir alle müssen besser ausgebildet sein. Wir müssen besser verstehen, welche Lösungen geboten werden können. Und ich möchte da auf etwas hinweisen, was wir immer wieder feststellen. Die Art und Weise, wie man eine Lösung findet für die Probleme, hat sehr viel damit zu tun, wie der Problemlöser dieses Problem wahrnimmt. Und nicht so sehr damit, was man weiß von diesem Problem. Was man löst, ist die Wahrnehmung des Problems. Und wir müssen das Ganze erst einmal genau durchrechnen. Realere Lösungen. Ausbildung, Professionalisierung, klar, gezielter Einsatz von Ressourcen. Es fehlt immer an Geld. Wir haben nicht so viel Geld bei den Kommunen und die wenigen Ressourcen, die wir haben, sollten wir gut ausgeben. Denn wenn die Ziele klar definiert sind und die Probleme wissenschaftlich auch und gelöst werden, dann wird es auch sehr viel besser funktionieren. Bewusstseinsarbeit, Korruption zum Beispiel, hat sich auf alle ausgewirkt. Städteplanung. Das kann ich ganz offen so sagen. Da brauche ich kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Das sind also Faktoren, die, wenn die mal gelöst wären, würde sehr viel schneller zu mehr Energieeffizienz kommen, was ja wir uns auf die Fahne geschrieben haben in unserer Organisation. Und es würde dann auch dazu führen, dass alles sehr viel effizienter durchgeführt werden würde. Ich spreche mal nicht mal von der Umwelt im Großen. Ich bin der Meinung, dass alles muss angegangen werden. Die Zeiten haben sich geändert. Wir sind motiviert, alles gut und motiviert durchzuführen. Und gemeinsam können wir das schaffen. Und noch einmal herzlichen Glückwunsch für diese Initiative, zu dieser Initiative. Vielen Dank für diese Beiträge aus Deutschland. Das sind wunderschöne Beispiele. Und ich muss sagen, einige Dinge in Deutschland finde ich ja nicht so gut. Ich habe eine Zeit lang in Deutschland gelebt und wenn man mitten auf der Straße, über die Straße und da kommt dann einer 1,90 groß und der kriegt einen Strafzettel und der versteht ja dann nicht, warum er den Strafzettel kriegt. Da werden wir einfach einen Strafzettel und hier in Mexiko kann man wenigstens verhandeln, bevor man den Strafzettel aufgebrummt kriegt, wenn man hier an der falschen Stelle über die Straße geht. Manchmal ist es dann doch besser, zu Hause zu sein, ne?
Die Frage ist es, ob das dazu führt, dass unser Land besser wird. Vielen Dank für die Einladung. Wir glauben, dass das Beste und das Wichtigste die Organisation ist. Bei uns in Mexiko ist es nicht komplett organisiert. Ich glaube, wir müssen damit anfangen, dass wir uns organisieren. Denn jeder arbeitet so vor sich hin. Die Regierung, die Unternehmen, die Bürger, alle tun, was sie so mehr recht als schlecht zu Weg bringen, statt etwas gemeinsam zu implementieren. Unter anderem haben wir nicht den Rechtsrahmen, der erforderlich wäre, diese technologische Innovation zu unterfüttern. Es gibt nicht genügend Innovation. Es gibt Projekte, die Regierungen gehen, es kommen neue und ein neuer Zyklus beginnt. Und das endet nie. Wir brauchen viele solche Workshops, damit wir eine Grundlage haben, um Fortschritte zu erreichen. Wenn wir das nicht machen, dann wird es immer das gleiche Lied sein. Wir werden dann immer wieder von vorne anfangen müssen. Mexiko-Stadt zum Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist eine sehr komplizierte Stadt. Wir haben in den Zufahrten zur Stadt, das sind andere Bundesstaaten. Wir haben hier im Norden Indios Verdes, da ist der Bundesstaat Pachuca. Das ist ein Verkehrsknotenpunkt. In der Stadt selber steht man, wenn man in der Stoßzeit kommt. Wenn wir hier vom Stadtzentrum sprechen. Die Studien, die durchgeführt wurden und implementiert werden, müssten sich konzentrieren, das haben wir auch schon öfter gesagt, darauf, was man tun kann, damit die Programme und Projekte zusammenarbeiten. Das muss eine inklusive Zusammenarbeit sein. Und wir haben da auch nicht genügend Daten. Ich hatte das bereits kommentiert mit Carlos. Es gibt Institute, die Informationen haben, aber die ist dann nicht für das ganze Land. Damit müssen wir arbeiten. Wir müssen schauen, wie wir dafür sorgen können, dass man da eine Lösung findet, dass man eine gute Grundlage bietet. Denn wir führen die Änderungen durch. Wenn wir uns in Mexiko-Stadt umschauen, alles ändert sich ständig, auch was den Transport betrifft, den Verkehr. Für mich war es so, wenn ich nach San Carlos fuhr, meine Großeltern zu besuchen, das war Provinz. San Carlos ist jetzt bereits im Ballungsraum Mexiko-Stadt, der immer größer wird. Wir brauchen aber eine Grundlage, die es uns gestattet, zu sehen, wie wir in der Zukunft das weiter betreiben werden. Innovation und Technologie, wie werden wir das nutzen? Und wie machen wir das für alle zugänglich? Denn nicht alle haben ein Handy. Hier in Mexiko-Stadt vielleicht haben wir Leute mit 3 und 4 Handys. Aber in der Provinz, da hat nicht jeder ein Handy, ganz im Gegenteil. Da muss also das Terrain auch vorbereitet werden und schauen, wie wir ihnen diese Informationen zukommen lassen können, sodass dann alle Projekte, die wir hier vorgestellt haben, dass diese auch wirklich weiter betrieben werden können. Ich würde gerne etwas mehr wissen zu den Maßnahmen, die getroffen werden für intelligente Mobilität und ob das auch beim Lastentransport bereits berücksichtigt ist. Dieser Sektor ist für Mobilität in der Stadt sehr wichtig, sowohl Gesundheitswesen, Unfälle und Emissionen, das sind alles Dinge, die davon betroffen werden. Welche Aktionen Sie konkret durchführen wollen, um die Lage hier zu verbessern? Und was das Thema Informatik betrifft, ob man das nicht für Lastentransport in der Stadt auch verwenden könnte.
ob Sie uns da mehr Beispiele geben könnten für Erfolgsbeispiele, einfach Erfolgsbeispiele zitieren könnten, von denen Sie wissen. Fangen wir also dann bei Alejandro an. Philipp noch, wird sich noch melden, Salvador. Und das war's dann. Okay. Dann möchten wir dich bitten, ob du das uns hilfst, abzuschließen. Diese letzten Reflexionen für zukünftige Workshops dieser Art möchte ich nochmal das Thema, das so eben erwähnte Thema des Lastentransports aufnehmen. Deutschland hat ein gutes Beispiel für den geregelten Zugang zu den städtischen Kernzonen, dass dieser speziell verteuert wird. Und dann auch die Bewegung von Lasten innerhalb des städtischen Ballungsraums. Dann denke ich auch ein Thema, das nicht unbedingt mit intelligenter Mobilität zu tun hat. Ob man da Chips verwendet oder die man in diese jeweilige Registrierungsdokumente mit einarbeitet. Das könnte also helfen für fortgeschrittenere Tarifsysteme, damit man spezielle Quoten verwendet, zum Beispiel für den Zugang zu den Kernzonen. Und diese Chips können dann verbunden werden mit der Kontrolle des Parkens im öffentlichen Raum. Und ein weiterer Punkt, den man diskutieren könnte, ist, wie ist die institutionelle und finanzielle Architektur, die geeignet ist für die Verkehrsunternehmen, damit die sich auch integrieren können in diese ITS-Systeme, IVS-Systeme. Und Rufino, als Minister hier sind. Hier haben wir bereits die DF, die Karte, diese Karte hier. Sie schlagen eine Karte, etwas vor. Wie können wir über das hier einen Schritt weitergehen? Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte ausgehen von einer Reflexion, die meine erste war, als man von einem städtischen Planungsinstitut in Toluca sprach. Was haben wir getan, um so viel Unordnung zu erzeugen? Die Frage war, wir haben aufgehört, Stadtplanung zu betreiben oder und zwar 30 Jahre lang. Und da wir das nicht mehr getan haben, sind ungeordnete Städte gewachsen, die absolut ungeregelt sind, was die Gesetzeslage betrifft, und zwar 30 Jahre lang. 30 Jahre lang ungeordnet Städtebau betreiben, sodass sich die Größe des Ballungsraums verfünffacht hat in kürzester Zeit. Wir haben also ein Problem vergrößert, das damals 30% des städtischen Raumes verbrauchte. Und jetzt wird es immer teurer, Aktivitäten und Investitionen durchzuführen. Auch die Mobilität der Menschen wird immer teurer. Was haben wir aufgehört zu tun? Wir haben gestattet, dass wir Transportsysteme tolerieren, öffentlichen Transport, den wir aber konzessioniert haben an Privatunternehmer, die nur ihre Interessen im Blick haben und nicht die Interessen der Konnektivität der Bürger. Was haben wir noch aufgehört zu tun? Dass wir und die Regierenden uns dessen bewusst sind, dass die Welt sich ändert, dass Technologie sich ändert, dass Kommunikationsmedien sich ändern und unser Regierungssystem das Gleiche geblieben ist und nur einen Horizont von 3 Jahren hat auf der lokalen Ebene. Alle 3 Jahre ändert sich die Stadtverwaltung, die Kommunalverwaltung. Und es gibt viele Projekte, die nie durchgeführt werden, weil eben keine Entscheidung getroffen wurde. Wir haben auch kein Geld. Es gibt nicht genügend öffentliche Mittel. Wir haben Mittel von der Privatinitiative. Und es ist nachgewiesen, dass in vielen Bundesstaaten strategische Projekte entwickelt wurden mit den Beiträgen von der Privatwirtschaft. Und dass das dann dazu geführt hat, dass diese PPP wunderbare Ergebnisse gezeitigt haben.
Im Fall der Stadt Toluca, wenn man da denkt, dass Investitionen in Technologie nicht politisch rentabel ist. Und das ist eine Idee, die oft sich wiederholt hat in anderen Bundesstaaten. Die Regierungen werden reaktiv, was sozialen Druck betrifft. Es gibt irgendwelche isolierten Gruppen, die dann ein Bremsschuh sind. Und dabei wird vergessen, dass diese Technologie viel mehr Mobilität bringen könnte, was dann zusätzlich Nutzen mit sich bringt für das Gesundheitssystem, für das Bildungssystem. Ich habe es einmal gewagt, vorzuschlagen, dass Bürgerzentren eingerichtet werden, die ans Internet angeschlossen werden. Als man das Budget präsentierte, sagte der Schatzmeister, das war nicht zu bezahlen und das waren 10 Millionen Pesos, die wir dafür gebraucht hätten. Dieser Faktor, dass man Angst hat vor neuen Technologien, vor kulturellen Wandel und dass das so sich verfestigt hat bei den Behörden, das ist ein großes Hindernis. In der Stadt Toluca haben wir ein Transportsystem, das etwas technifizierter ist, wo man also Debitkarten hat, Guthabenkarten, GPS, Kameras, die in unsere Kontrollzentren angeschlossen sind. Wir haben also den Aufbau unserer Städte geändert. Und unsere Behörden müssen da Entscheidungen treffen. Und die verstehen zum Teil nicht, dass wir einfach in einer anderen Ära leben. Und da ist das Wichtigste vergessen worden, dass die Stadt menschlich sein muss. Die Stadt ist dazu gemacht, dass die Menschen und die Bürger sie genießen. Und die Bürger müssen glücklich sein. Und wenn wir das nicht so sehen, dann wird diese ganze Technologie vielleicht in irgendeiner Zeitschrift nachzulesen zu sein und vielleicht bei einem Forum wie hier wird darüber gesprochen, aber wir werden das nie in der Praxis sehen in unseren Kommunen. Das wäre an sich alles, was ich sagen wollte. Dazu herzlichen Glückwunsch noch einmal zu diesem Forum. Da ich Ingenieur bin und mit Ingenieuren arbeite, hat es sie auch Ingenieur genannt. Pardon. Ich möchte dem Planungsinstitut von Toluca danken für diese Bücher, die Sie hier auf Ihrem Tisch finden. Ich möchte Sie bitten, dass diejenigen, die nicht Deutsch sprechen, ihre Kopfhörer aufsetzen. Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, noch kurz auf die Frage einzugehen, die eben geäußert wurde, wie können wir eigentlich Anreize dafür schaffen, dass die Leute eher auch mal das Auto stehen lassen und vielleicht mit dem öffentlichen Verkehr fahren, weil ich denke, das ist eine ganz wichtige Frage. Ich möchte aber in diesem Bereich Sie ein wenig ermuntern, denn in Deutschland und in Europa stellen wir fest, dass die jungen Leute durchaus lieber mit dem öffentlichen Verkehr fahren als mit dem eigenen Auto. Das heißt, die jungen Leute, die wollen lieber verschiedene Verkehrsmittel flexibel benutzen, anstatt ein eigenes Auto zu kaufen, was teure Fixkosten hat, Versicherung und so weiter und so fort. Wenn wir uns den Verkehr in den Großstädten in Deutschland angucken, dann ist es so, dass wir beobachten, dass der Anteil des öffentlichen Verkehrs eher steigt, der steigt. Und der Individualverkehr, der Pkw-Verkehr, der stagniert. Wir haben keine starke Zunahme vom Autoverkehr, vom privaten Autoverkehr in den Städten. Wenn wir uns die Prognosen anschauen, die Langzeitprognosen, dann sagen uns diese Prognosen auch, dass der öffentliche Verkehr in Zukunft noch weiter zunehmen wird, tendenziell. Der Wirtschaftsverkehr ist eine andere Frage. Im Wirtschaftsverkehr haben wir natürlich eine starke Zunahme, aber im Personenverkehr, Pkw, haben wir in den Städten eine Sättigung erreicht. Wir wissen aber auch, dass das Auto, der Pkw, das dominante Verkehrsmittel bleiben wird in Deutschland und in Europa in der Zukunft. Das ist der überwiegende Anteil und das wird auch so bleiben. Ich vertrete nicht die Meinung zu sagen, das Auto ist schlecht, sondern wir haben bereits die Möglichkeit oder wir sehen die Entwicklung, dass die jungen Leute bereit sind, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Aber das bedeutet auch, dass wir
attraktive Verkehrsmittel haben müssen, wenn Sie beispielsweise durch eine Stadt fahren wollen und Sie müssen dafür verschiedene Tickets kaufen, Sie müssen verschiedene Preise studieren, dann ist das einfach keine angemessene Attraktivität. Das heißt, bevor Sie restriktive Maßnahmen verhängen, bevor Sie die Leute zwingen, sage ich jetzt mal, mit dem öffentlichen Verkehr zu fahren, müssten Sie auch erstmal attraktive Alternativen schaffen. Dazu zählt nicht nur, dass die Verkehrsmittel zuverlässig sind, dass die ordentlich sind, sondern es zählt auch dazu, dass die Menschen keine Angst haben, dass sie nicht Gefahr haben, dass sie vielleicht überfallen werden. Alle diese Aspekte führen zu einer Akzeptanz. Erst wenn sich die Menschen sicher fühlen, wenn das komfortabel ist, dann werden sie auch von ganz alleine, und das ist das Ermutigende, was ich sagen möchte, ich glaube auch für Mexiko wird das so sein, dass wenn sie Daten nutzen, wenn sie integriert das Ganze planen, dass sie es dann auch erreichen werden, dass mehr und mehr Leute von ganz alleine mit dem öffentlichen Verkehr fahren. Weil auch das Nachhaltigkeitsdenken ist heute anders als früher. Früher war das nicht so sehr im Bewusstsein, Nachhaltigkeit. Heute ist das sehr, sehr viel ausgeprägter. Und das halte ich eben für sehr, sehr wichtig. In Deutschland wissen wir auch, dass es, wenn wir 10%, nur 10% der Autofahrer von einem Tag auf den nächsten in den öffentlichen Verkehr bringen würden, dann würde der öffentliche Verkehr zusammenbrechen, weil die Kapazität nicht vorhanden ist. Das heißt, wir brauchen auch ein wenig den Autoverkehr, es sei denn, wir bauen unsere öffentlichen Verkehrsmittel entsprechend aus, dass sie die Kapazität aufnehmen können. Also insofern sehe ich das Auto nicht als schlecht an. Ich bin der Meinung, dass wir langfristig den Verbrennungsmotor, den konventionellen Verbrennungsmotor aus den Städten mehr oder weniger reduzieren werden. Aber ich denke auch, dass es hier, dass die Industrie hier Lösungen schaffen kann. Ich denke jetzt an Elektromobilität und so weiter und so fort. Also es gibt da eine ganze Menge Lösungen und ich denke, dass wir da eigentlich auch auf einem ganz guten Weg sind, letztlich für die Zukunft hier nachhaltige Verkehre zu erreichen. Philipp, herzlichen Dank. Damit sind wir beinahe fertig. Mit unserer Diskussionsrunde heute Nachmittag nur noch ein paar Anmerkungen. Der große Abwesende ist eben immer noch die Last. Daran müssten wir noch viel arbeiten. In Mexiko besteht die Herausforderung darin, dass wir die Ausweitung der Privatautos etwas eindämmen müssten. In Deutschland gibt es ja schon eine Konsolidierung davon, wer ein Auto möchte, der hat schon eins. So ist es hier nicht. Also viele Leute wünschen sich einfach noch eines. Es wäre sicher toll in anderen Ländern, wenn nur ein Drittel der Menschen überhaupt im Privatauto fahren würden. Also wir wünschen uns eigentlich, dass dieser Prozentsatz nicht wächst. Das wäre, glaube ich, schon mal ein Erfolg, wenn wir das schaffen würden. Gut, ein bisschen noch das Ziel ist natürlich, dass dieser Dialog auch in etwas mündet, in etwas Konkretes. Aber wie schon gesagt wurde, das ist eines der vielen Foren, die wir weitermachen müssen. Und ja, was hier auch gesagt worden ist, ist diese Applikation Mexiko als eine App Mexiko als Plattform, was in neuen Handys sein könnte oder was ganz einfach runterzuladen wäre für die, die es gerne möchten. Und bei dieser App, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das jetzt alles definiert werden muss, aber es ist vielleicht doch eine Art, Information weiterzugeben an die Regierung. Vielleicht kann das jeder runterladen, wenn er möchte, als zum Beispiel Thema Tourismus oder Themen über Toluca und Mexiko-Stadt. Denn wenn wir an eine Applikation für die ganze Stadt denken, wenn ich zum Beispiel aus Metepec komme und denke immer nach Santa Fe möchte, dann interessiert mich was anderes. Also, das heißt, wir bräuchten etwas Standardisiertes, was eben sowohl dem Bürger als auch der Regierung hilft.
weiter Koordinierung und Kooperation zwischen den verschiedenen Sektoren und den Regierungsstellen ist wichtig, denn es gibt ja Informationen, wie viele sagten, das hat auch Rosa Castillo heute Morgen gesagt, ja, wir haben Informationen, zum Beispiel von Versicherungsgesellschaften oder Handygesellschaften, die Information ist schon da. Die Sache ist nur, dass das nicht geteilt wird und dass es nicht so einfach ist, dass es nicht so gut verdaulich und anwendbar ist für alle. Das heißt, wir bräuchten hier eine bessere Kooperation und dann könnten diese Daten wesentlich effizienter sein. Es ist schon gesagt worden, dass wir vor vielen Herausforderungen stehen, technologische Herausforderungen, Herausforderungen im Bereich Infrastruktur. In manchen Orten gibt es sehr gute, zum Beispiel sehr gute Internet-WLAN-Verbindungen und in anderen Orten nicht. Es gibt auch gesellschaftliche Schichten, wo sehr viele Smartphones verbreitet sind und es gibt auch Gegenden, wo das anders aussieht. Gut, und bei Software und bei Standards, da wäre es wichtig, dass diese Information einfach zu verwenden ist, weiter zu verwenden ist. Und bei der Schulung, da könnte man vielleicht ganz weit gefasst sagen, erstens einmal ist es wichtig, dass man Öffentlichkeitsarbeit macht. Das ist eine permanente Herausforderung. Öffentlichkeitsarbeit, Verbreitung dieser Tools und dieser Lösungen für an die Informationen an die Entscheidungsträger, aber auch an die Bürgerinnen und Bürger, damit sie wissen, wie sie teilhaben können, wie sie entsprechende Entscheidungen treffen können und damit der Beamte auch weiß, wie er in Gespräch kommt mit den Vertreibern, damit er weiß, dass es keine Gefahr ist, keine Bedrohung, sondern welchen Nutzen man davon haben kann. Schließlich die Kosten-Nutzen-Rechnung dieser Technologien. Wenn das allgemein bekannt würde und verbreitet würde, wie teuer käme das für die Regierung, wie teuer käme es denn zum Beispiel, wenn die Anwendung kostenlos sein sollte, wie Facebook oder wie Twitter in den Handys. Wie teuer käme es dann die Handygesellschaften, welche Kosten würden für Wartung entstehen, welchen Nutzen gäbe es, welchen Infrastrukturkosten auf der anderen Seite für denjenigen, der die Information verwendet, wie würde sich das widerspiegeln im Energieverbrauch, wird der Energiebedarf ansteigen oder würde er eher kleiner? Also ja, und die Umweltauswirkungen, Auswirkungen auf persönliche Zeit, auf die Wettbewerbsfähigkeit der Staat, also all das, wie der Architekt Badina schon sagte, all das müssen wir, wenn wir mal mit dem Finanzminister oder mit dem Wirtschaftsminister hier sprechen und er sagt, ja wie, du willst 3 Millionen Dollar für einen Server und eine Softwareentwicklung, das Geld habe ich nicht. Ja, dann brauchen wir natürlich die Angabe, um ihm zu sagen, okay, die Investition, die wird sich so und so auswirken. Also die Kosten und die Nutzen stehen in dem und dem Verhältnis. Das ist also das, was ich, das sind so ein paar Punkte, die ich hier ausmache. Es gab natürlich auch noch andere Kommentare, aber das, jetzt möchte ich unserem Minister das Wort erteilen, Herrn Leon, um diese Veranstaltung abzuschließen. Ja, natürlich. Davor möchte ich, Entschuldigung, Herr Minister. Okay. Zunächst einmal möchten wir dem Herrn Minister, bevor wir ihm das Wort erteilen, möchten wir Sie bitten, dass Sie Ihre Kopfhörer zurückgeben, denn wir möchten ja gerne auch in anderen Veranstaltungen gerne die Schranke der Sprachbarriere niederreißen. Und jetzt bekommt erst Herr Huber das Wort, damit er uns im Namen der Deutschen Botschaft noch zunächst Herr Minister und dann wird Herr Huber abschließen. Vielen Dank in aller Schnelle. Welche Themen noch in der Luft hängen? Das mit der Last, ja, richtig. Eine unserer Hauptachsen in der Stadt haben zu tun mit effizienter Verteilung und Logistik. Guillermo und Alejandro haben ja das auch gesagt, dass wir sozusagen diesen Frachtsektor des Landes auch bei uns haben. Wir arbeiten mit Vereinen, mit Kammern, mit
Einkaufszentren, um vor allem die Regulierung zu schaffen bei der Verteilung der letzten Meile. Also wie können wir es schaffen, dass die Auswirkungen eher zu tun haben mit Wettbewerbsfähigkeit als mit Mobilität? Wie können wir das einfügen in diese integrale Mobilitätsstrategie angesichts des Verlustes von Partikeln? Und schließlich die Frage der Integration durch ein Zahlungssystem. Ja, was wir anfänglich sagten, das war eine gute Ankündigung. Gestern hatten wir Vertreter von der Internationalen Entwicklungsbank, von KfW und von der Weltbank bei uns. Da ging es um das Thema Finanzierung im Transportwesen in der Stadt. Und einer der Punkte war dieses Prepaid-System. In die Richtung gehen wir also und wir möchten alles Potenzial ausschöpfen, das da drin liegt. Schließlich möchte ich gerne noch Dank aussprechen, ganz unendlichen Dank an das Centro Mario Molina, vielen Dank an die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Mexiko-Stadt. Ich hatte gestern ein Gespräch mit Lisa und mit Vertretern von Audi und es war wirklich für uns sehr schön, sehr gut, sehr positiv zu sehen, dass diese grundsätzliche Essenz von Audi auch darin besteht, dass es ein soziales Engagement gibt, dass man Lösungen für Städte finden möchte. Wir haben über einige Projekte gesprochen, in denen wir zusammenarbeiten könnten und das macht uns Mut als Stadt. Und am Ende unabhängig von der Definition von Regelrahmen oder von der weiteren Entwicklung ist es natürlich toll, dass wir solche Foren haben können. Ich habe mich darüber sehr gefreut und dieses Schema der Pluralität ist eine sehr gute Plattform, um diese Themen zu besprechen. Herzlichen Dank. Im Namen der deutschen Botschaft möchte ich mich auch herzlich bedanken, zunächst einmal bei Ihnen allen, beim Centro Mario Molina, für die Organisation zusammen mit uns, bei Audi und bei allen Rednerinnen und Rednern, bei allen Teilnehmenden, beim Herrn Minister, der den ganzen Tag bei uns war. Herzlichen Dank Ihnen allen dafür, dass Sie diesen Dialog bereichert haben und ihn so interessant gemacht haben. Ich glaube, es war wirklich ein sehr spannender Austausch. Ich habe viel Lob bekommen. Auch dafür möchte ich mich bedanken. Danke, dass Sie dieses Format zu schätzen wissen und wir möchten das auch weiterführen. Das ist ja schon der zweite Dialog, den wir durchführen zusammen mit dem Centro Mario Molina in dieser Reihe, für diese Dialogreihe für eine nachhaltige Zukunft. Auch um ein bisschen zusammenzufassen, möchte ich gerne noch zwei Punkte erwähnen. In fast allen Reden hat man gesprochen über die Information, wie wichtig es ist, Informationen zu bekommen und weiterzugeben. Und die Datenbanken und Informationen zusammenzusetzen vom einen zum anderen. Und andererseits ist ja auch das Thema der Zusammenarbeit so wichtig, die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren der privaten Hand und der öffentlichen Hand, der Regierungen, aber auch jedes Individuum, jede Einzelperson, das Anreize braucht, muss natürlich auch Informationen teilen können. Denn das sagten ja einige auch schon, die Einzelperson und auch das private Unternehmen möchte ja auch sozusagen eine Gegenleistung bekommen, auch in Deutschland. Und ich glaube, das wird sich immer weiter entwickeln. Gibt es auch eine starke Debatte über das Recht auf Privatsphäre und die Sache, dass man sagt, meine Information möchte ich nicht mit allen teilen, wenn ich von hier nach dort fahre. Also die Einzelperson, wenn die freiwillig diese Information in eine Datenbank reingibt, dann muss die Privatperson natürlich auch das Bewusstsein haben, dass es ihr selbst zum Nutzen gereicht, diese Information zu teilen. Das ist sehr wichtig in Deutschland, denn sonst gibt es natürlich Widerstand, klar, wenn das nicht klar geregelt ist. Das muss man also auch intelligent handeln. Ja, für mich war es auch sehr interessant und sehr wichtig zu hören, dass das Auto an sich nicht schlecht ist. Ich glaube, das ist für Audi auch wichtig, das zu hören, klar. Und da wird natürlich immer wieder darauf bestanden, in diesem Sinne, klar. Deswegen denken wir nun also an die nächsten Formate.
Vielleicht könnten wir da etwas machen zur Elektromobilität. Das hat ja der Botschafter heute Morgen auch schon erwähnt. Das wäre auch eine Möglichkeit, zur Mobilität beizutragen und gleichzeitig das Auto weniger schädlich zu machen. In diesem Thema und in vielen anderen Themen, die uns am Herzen liegen als deutsche Regierung und die uns alle am Herzen liegen, die wir hier sind, wie wir es schaffen können, die öffentliche Politik zu verbessern, wie wir Anreize schaffen können in allen Bereichen, nicht nur im Thema intelligente Mobilität, ja, für eine nachhaltigere Zukunft, wie wir unsere Lebensqualität immer mehr verbessern können, ohne dass es auf Kosten der natürlichen Ressourcen gehen würde. Das liegt uns ja allen am Herzen. Und bei diesen Themen arbeiten wir zusammen als deutsche Regierung und als mexikanische Regierung in vielen Bereichen. Ja, zum Beispiel im Bereich die nachhaltige Nutzung der Biodiversität oder nachhaltige Entwicklung, erneuerbare Energien. Wir arbeiten mit Conur zusammen im Bereich Energieeffizienz oder Klimawandel. Hier gibt es eine bestimmte Strategie. Wir sind strategische Partner Mexiko und Deutschland bei diesen Themen und wir arbeiten auch auf internationaler Ebene zusammen, um Lösungen zu suchen in den internationalen Foren zur Debatte, bei den COPs, bei den Vertragsstaatenkonferenzen zum Thema Klimawandel, Biodiversität und so weiter und so fort. Dieses Engagement wird weiter bestehen. Wir werden mehr Foren dieser Art durchführen. Und noch einmal möchte ich Ihnen herzlich bedanken für Ihre Teilnahme. Und nun möchte ich Sie auch im Namen des Botschafters einladen zu einem kleinen Cocktail, um informell weiterzusprechen mit Speisen und mit Essen und Trinken. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Ganz herzlichen Dank Ihnen allen.